Dieses Video wird präsentiert von Games Island. Hier findest du alles, was das Warhammer Herz begehrt, zu fairen Preisen. Den Link zum Shop findet ihr in der Videobeschreibung. Herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe vom Paint2Podcast, denn das Balancestarter Slate ist da. Ja, endlich. Deswegen habe ich mir den Plongern geschnappt. Das bin ich. Die anderen beiden sind nicht dabei, weil die haben gerade keine Zeit. Aber wir gucken uns jetzt ganz schnell, weil es ist wirklich, es ist ultra heiß, heißer Stoff. Mhm. Der ist quasi, das Spencer, das ist jetzt online gekommen. Der Florian ist in sein Auto gesprungen und war hier. Und deswegen schauen wir da jetzt einfach direkt mal rein. Aber deswegen konnte er oben schon was lesen, aber ich bin komplett jungfräulich jetzt. Ich habe ein bisschen schon reingelesen, aber Flo weiß noch gar nichts. Vorab, bevor wir jetzt loslegen, ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Denn seit letzter Woche gibt es einen ganz neuen Podcast, und zwar 2++++ oder auch 2+ Feel the Pain mit dem Florian und mir. Das sind wir beide. Ja, genau. Der ist seit letzter Woche auf Spotify und gibt's als RSS-Feed. Einfach mal in die Beschreibung gucken, da gibt's einen Link zum Feed, sowohl als auch zur Spotify-Seite. Auf Apple Podcast müsste das auch gehen und wir gucken mal, dass wir das überall verfügbar machen. Hört da gerne mal rein und lasst uns gerne mal im Target Priority Discord in unserem Content Creator Channel ein bisschen Feedback da. Den gibt's nämlich jetzt auch. Wusste cool. Ich noch gar nicht. Habe ich mich heute drum gekümmert. Nice. Muss ich mich nicht mehr drum kümmern. So, also wir haben fünf verschiedene Dokumente. Mhm. Wir haben einmal, wir haben einmal das Rules Commentary und eine Rechnung und sechs verschiedene Dokumente und sogar noch mehr Rechnungen. Ja. Aber wir haben einmal das Rules Commentary. Mhm. Da sind ja immer diese Klarstellungen drin und so weiter. Ja. Dann haben wir Index-Card-Errater, das ist wahrscheinlich jetzt nicht so mega spannend. Dann haben wir das Monitorum Field Manual, da sind das die Punkte ganz, drin, ganz das spannend, ist spicy. Ja. Dann haben wir Detachment Rules. Was ist das denn? Das werde ich dir auch gleich mal zeigen, was das ist. Und dann haben wir das Januar Balance Data Slate. Und erstmal vorweg, warum bist du eigentlich jetzt hier, um das anzugucken? Ja, ich bin ja auch regelmäßiger Teil von Paintomancy mittlerweile. Mhm. Also regelmäßig, unregelmäßig zumindest. Die meisten werden mich kennen, oder vielleicht nicht die meisten, aber viele werden mich kennen. Ein paar. Zwei, drei Leute werden mich kennen. ich spiele sehr gerne Warhammer, auch sehr kompetitiv Warhammer. Ich glaube, deswegen passt das auch, dass ich jetzt bei genau diesem Thema hier bei euch bin. Ich habe ja auch schon auf der Weltmeisterschaft gespielt, im Singles, im Team. Und auch so, glaube ich, bin ich der mit aktivste Turnierspieler in Deutschland. Mehrmals Weltmeisterschaft im Team und dann jetzt die erste Singles-Weltmeisterschaft. Und ich glaube, deswegen passt das ganz gut, wenn ich hier mal einen Blick reinschmeiße und vielleicht meine ersten Hot-Takes gebe, was nicht heißt, dass ich sofort alles sehen werde. Ich finde es so geil, dass wir das jetzt schon machen können und dass wir so richtig quasi jetzt direkt ganz frisch schon irgendwie was dazu machen können. Das war jetzt echt so ganz knapp kurzfristig. Mhm. Ich sehe, du bist richtig heiß, ne? Ich bin total heiß, zeig's mir. Okay, wo sollen wir als allererstes, zieh dich endlich aus, würde ich sagen, gehen wir ins Balancer das jetzt selber, ne? Ja. Weil die Punkte sind ja auch dann erst spannend mit den Regeln. Mit den anderen Sachen. Ja. Das heißt, dann schauen wir da jetzt mal rein. Ich muss weggucken, Leute, da Ruben gibt ein Passwort ein. Das ist nur für hier, ich habe die PDFs in Google Drive reingeladen, damit wir keine Dings haben, hier keine Interferenzen vom WLAN oder so. Deswegen habe ich das Tablet in den Flugmodus geschaltet. Überbrück mal die Zeit. Ich muss nämlich gerade mal von... Ich überbrücke die Zeit. die große Frage ist ja, wird das Spiel danach ein besseres sein oder nicht? Ich bin sehr gespannt, weil der Ruhm hat eben schon ein bisschen geteased. Es wird ein anderes sein, auf jeden Fall. Es wird auf jeden Fall ein ganz anderes sein, so viel steht fest. Aber ich habe eine Befürchtung, aber zu der kommen wir ganz, ganz zum Schluss erst. So, da ist das Balance Starter Slate. Irgendwas vibriert hier, oder? Ja, das ist da hinten, das ist okay. Erstmal die Core Rules, ich glaube, da hat sich nichts geändert. Hier ist irgendwas rot. Aber egal. Haha, ich habe nur... Ich glaube, es ist einfach nur so rot. Das ist, glaube ich, keine Änderung. Es ist einfach nur so rot. Okay. Ich glaube, das ist einfach nur das Copy-Paste. Weil mir ist nämlich auch schon aufgefallen, eine sehr geile Sache, die GW dieses Mal gemacht hat, ist, dass sie jetzt endlich einen besseren Changelog haben. Mhm. Also das kann man hier oben schon sehen. Entries marked with a plus have been newly added or revised since the previous iteration of this document. Okay. Das heißt, es ist nicht mehr nur der Color Code. Mhm. Und wenn wir gleich zu den Punkten kommen, wirst du auch sehen, da haben die jetzt auch so einen kleinen Pfeil nach oben oder nach unten gemacht, ob die hoch oder runter gegangen sind. Es ist noch nicht absolut perfekt, aber es ist wesentlich besser als beim ersten Mal, als man sich das so zusammensuchen muss. Sehr schön.
Also, wir fangen an hier mit Soros. Der Triumph of St. Catherine wird geändert zu While a friendly Adapter Zoritas unit is within 6 inch of this model, that unit can perform up to 2 acts of faith per phase instead of only one. Mega gut. Das also, war vorher unlimited, ne? Ja. Sisters sind in einem richtig guten Spot gerade. Vor allem, wenn alles andere so ein bisschen runterkommt vom Power Level her, sind Sisters on point. Ja. Aber das war eine richtig komische Broken. Das war voll toxisch irgendwie, ja, genau. Dass man einfach so sagen kann, ah, 6, 6, 6, das, ich mach einfach, war einfach alle meine Fate Dice da. Genau, das war genau wie Fate Dice bei Elder am Anfang der Edition, wo die gesagt haben, oh, dein Magnus kommt vor, ich habe hier eine Deacon stehen, ich habe da 3 Sechsen Fate Dice oder 4 Sechsen Fate Dice liegen, dann ist Magnus jetzt tot, ich brauche nicht mehr dafür würfeln. Und genau das konnten Sisters damit auch, dass das jetzt. Und besonders das Absurde an der Kombo war ja noch die, hier der eine Charakter. Dass du alles auf 6 auch noch legst. Alles in 6 umwandelt. Ja, das heißt, du brauchst nicht mal 6 Sechsen im Miracle Dice Pool, sondern du konntest einfach halt sagen, ich mache einfach alles 6, was ich brauche. Du kannst 3 Einsen mit dem nehmen und es waren zusammen plötzlich alle 6. So, dann war es so. Und jetzt ist halt echt, dass jetzt mit 2 Fate Dice, mit 2 Acts of Faith. Super. So Fate Dice, Acts of Faith. Das ist so ein Wortsalat. Ja. Aber jetzt kannst du dann halt so, dass jetzt bringt das die dazu, dass du so einmal quasi die vollen Damage safe durchkriegst. Mhm. Und das ist ja nicht schlecht. Finde ich super. Ja. Dann haben wir Custodes. Ah. Aegis of the Emperor Detachment Rule. Mhm. Denn der Vierer Feel No Pain gegen Mortal Wounds zählt jetzt auch gegen Critical Wounds von Devastating Wounds. Mega. Auch das, heißt, ist eine super da wieder, also ich finde, das ist auch quasi, es ist ja eindeutig so der Intent gewesen, dass sie quasi so. Ich würde mich freuen, wenn das auch nicht nur bei Custodes so ist, sondern bei all diesen Modellen, die gegen Mortal Wounds den Feel No Pain gegeben haben, auch in Chaplain oder sowas, weil diese Regeln sind mit der Änderung von Death Wounds leider ein bisschen abgeschwächt worden, auch so unabsichtlich vielleicht, und das ist eine tolle Änderung, finde ich sehr gut. Und ich glaube, gerade bei Custodes ist es so, die können gerade alles. Also müssen wir mal gleich noch gucken, was die noch kriegen. Ja. Es könnte natürlich auch sein, dass sie schnell wieder nach oben schießen. Ja. Aber das ist eine Änderung, die auf jeden Fall sehr sinnig erscheint. Dann Elder. Da haben wir einiges. Als erstes, die Strands of Fate Army World, die Fate Dice, werden jetzt limitiert auf 6d6. Ja. Voll gut. Ja, also es macht auch wieder hier der. Wie heißt der? Eben habe ich es noch gesagt. Eldrad Ultra macht wieder Sinn. Der macht dann noch 6-9 Miracle Dice oder Fate Dice. Finde ich eine gute Änderung, weil Elder müssen vom Power Level nach wie vor weiter runter. Ja. Ich bin mal gespannt, was die Punkte bei Elder dann gleich machen, weil man darf die jetzt dann natürlich auch nicht überkorrigieren. Ja. So wie man es bei Custodes und GSC gemacht hatte. Ja. Das ist auch nicht gesund. Also von daher finde ich, ist eine sehr gute Änderung. Bin ich mal auf die Punkte noch gespannt. Okay, dann haben wir Fates Messenger Enhancement. Change to once per turn just after making a hit roll, wound roll or saving throw for the bearer. Mhm. You can treat the result as an unmodified roll of 6. Auch eine super gesunde Änderung. Man hat ja sehr gerne den Wraithguard Blob gesehen, wo der Spirits hier dann dieses Enhancement hatte und einfach immer gesagt hat, so jetzt mache ich mal eben Death Wounds mit irgendeiner Knarre von den Wraithguard. Das war vorher die Unit, also schon. Ja, genau, vorher konnte die Unit die 6 nutzen, jetzt kann das Model die 6 nutzen. Und das heißt, das ist immer noch nicht kaputt. Zum Beispiel habe ich das früher gerne auf einem Death Jester gespielt. Der kann das zum Beispiel immer noch sehr gut benutzen. Aber ich finde, das macht es halt jetzt cool, weil das jetzt wieder, dann ist jetzt irgendwie so ein bisschen so ein Incentive da, dass man es halt nicht auf den kleinen Jungen in der Wraithguard packt, sondern halt ja so einen Charakter spielt, mit dem man irgendwie mal coolen Safe halten kann oder so. Oder ein Autarch, der dann damit irgendwie beim Elter nochmal was anrichten kann oder so. Finde ich eine sehr, sehr coole Änderung. Sehr cool. Mhm. Dann Phantasm wird geändert. Und zwar One Eldari Infantry Unit. Das ist auch neu, ne? Oder was? Nee, das war jetzt bisher das war schon so. Genau. Aber was Neues ist dann, dass der Normal Move up to D6 geändert wird. Vorher waren es ja flat 7 Zoll, ne? Ja. Ja. Und jetzt sind es einfach D6. Kann nicht in Transporter rein, war auch schon vorher. Ist da, auf jeden Fall besser als vorher. Ja. Also nicht mehr so stark wie vorher, was gut ist, was eine gute Erinnerung ist, weil Phantasm ist das most broken Stratagem, was es gibt. Aber mir geht das nicht weit genug. Also ich würde das wirklich gerne noch anders begrenzt sehen, weil wenn du die 6 würfelst, hat sich im Prinzip nichts geändert. Ja. Wenn du die 1 würfelst, das reicht auch aus, um zum Beispiel deine Waffen rauszuhalten und dann mit einem Zoll dich einfach wieder wegbewegen von der Kante und du bist trotzdem wieder geschützt. Ich würde das sehr gerne sehen, dass das eigentlich nur ein reaktives Stratagem ist, wenn jemand zum Beispiel einen 9 Zoll steppt und dann hätte es von mir aus sogar auch die Flat 6 oder sie in dem Fall 7 Zoll von Elder, hätte die ruhig behalten können.
ist eine Änderung in die richtige Richtung, ja, dass es schwächer wird, aber ich hätte es anders gemacht. Ich glaube, also da gebe ich dir auch recht. Was ich aber gut finde daran ist, mit dem D6, also generell bin ich jetzt nicht so ein Fan von diesem Random Movement. Ja, genau. Aber absolut. Es lässt dich auf jeden Fall, glaube ich, als Elder-Spieler mehr darüber nachdenken, ob du es jetzt benutzt in dem Moment. Also es ist nicht mehr so ein, glaube ich, so ein Auto-CP. Ja. Außer du hast halt quasi so einmal die Waffe rausgesteckt zum Rausschießen. Müssten vielleicht auch nochmal ins Wording gucken von den Fate Dice, ob man vielleicht einen Fate Dice sogar dafür benutzen kann. Ah, okay. Weiß ich gar nicht. Ja. Ich vermute mal nicht. Ich hoffe es nicht. Weil ansonsten wäre es halt krass. Ich glaube auch nicht. Ich glaube, das ist halt so den ähnlich wie beim CP-Reroll. Ja, genau. Halt das so. Ist nicht ja. Das ist quasi ja. Für solche Rolls, die kann man ja auch nicht ja. CP-Rerollen oder so. Ach, guck mal, Eldrad. Ja, haben wir Eldrad. Da wurde einfach nur geändert, dass, ja. Also, der stand vorher in Klammern, dass man dann, wie viele? 15 hat, ne? Jetzt steht da einfach nur in Klammern, dass es jetzt 9 sind. Also, ja. Das macht also keine die Änderung. Einfach nur Wording geändert, ja. Nightspinner. Oh, ja. Es ist passiert, Leute. Ja. Der Nightspinner verhindert nicht mehr den Advance. Der Nightspinner zieht ab sofort auch nur noch 2 Zoll von Move, Advance und Charge Rolls ab, so wie alle anderen Fähigkeiten ja. In dieser Richtung. Bedeutet das denn jetzt zum endlich. Beispiel beim Nightspinner, wenn man Advanced, hat man dann insgesamt -4? Ja, ne? Das Interessante ist das Wording hierbei. Du hast erstmal -2 Move Characteristic. Ja. Das heißt, aus dem 6 Zoll wird ein 4 Zoll Move. Wenn du Advanced, wird ja der Wurf, der Wert wird ja drauf addiert, aber wenn du jetzt zum Beispiel ein 1 würfelst, wird eine 2 davon abgezogen, aber es kann ja nie auf -1, sondern immer auf 0. Das heißt, dann hättest du immer noch 4 Zoll. Ah, okay. Aber wenn du eine 3 würfelst, geht es runter auf 1 und dann gehst du auf 5. Ja. Also brauchst quasi eine 3 plus, um überhaupt von deinem Advance zu profitieren. Weil hier steht halt Advance and Charge Rolls. Das heißt, es wird in dem Fall eines Advances von dem Roll abgezogen und nicht von der Characteristic. Okay, da bin ich auch mal gespannt. Wahrscheinlich auch wieder super gesund. Vielleicht wird ja auch noch ein bisschen teurer so und dann haben wir vielleicht auch diesen Night Spinners Spam überstanden. Deren Schaden ist halt immer noch nicht zu unterschätzen, aber jetzt mit weniger Fate Dice, glaube ich, ist er mit den Punkten, wo er jetzt gerade war, 180 Punkte, ist er, glaube ich, in einem ganz guten Spot. Definitiv kein Auto-Take in der Form. Ja. Er ist schwächer geworden, das finde ich super gut. Vor allem, hier steht jetzt als nächstes der Inkan, da bin ich auch mal gespannt, was da jetzt passiert. Mhm. Könnte sein, dass das reicht. Ja. Um das quasi in einen guten State zu bringen. Beim Inkan passiert auch was, denn der darf sich jetzt nur noch in deinem Turn teleportieren. Mhm. Denn das wurde jetzt geändert in once in each of your turns, if this model is on a battlefield, bla bla bla. Was hältst du davon? Ja, ist auch eine absolut notwendige Änderung, dass der Inkan mal ein bisschen was auf die Mütze kriegt. Mir geht die Änderung auch da wieder nicht weit genug. Also ich hätte es da auch wieder anders gemacht. Für mich darf er einfach nicht chargen, wenn er teleportiert hat. Und damit wäre er für mich fein gewesen. Das ist auf jeden Fall auch schon mal eine Änderung. Allerdings würde ich behaupten, jetzt zwischen Nightspinner und dem hat sich eigentlich nichts getan an diesem klassischen, ich schieße mit 3 Nightspinnern jetzt ein Fahrzeug von dir kaputt. Ja. Dann portet der Inkan dahin und tötet nochmal 2 Fahrzeuge. Ja. Das ist genauso geblieben wie bisher. Da hat sich nichts dran geändert. Er kann nicht mehr zurück teleportieren wahrscheinlich. Also, ne, du kannst ihn forward teleportieren, kannst nicht mit einer anderen Unit etwas anderes zerstören und dann wieder dorthin teleportieren. Ist auf jeden Fall eine gesunde Änderung, dass es limitiert ist. Aber auch da hätte ich es mir anders gewünscht. Ja. Aber ist eine gute Änderung. Dann haben wir die Wraithguard. Da wurde auch was geändert in dem Zurückschießen. Und also erstmal zur Erklärung, die konnten vorher einmal in der Battle Round, wenn die als Ziel gewählt wurden, dann zurückschießen. Mhm. Aber es war nicht, also die konnten einfach irgendwas schießen. Die konnten einfach zum Schießen aktiviert werden. Das wurde jetzt geändert, dass sie nur noch auf die Einheit schießen dürfen, auf die sie, also die, die auf sie geschossen hat. Die auf sie geschossen hat, genau. Auch absolut gesunde Änderungen. Ja. Kann jede andere Ability, die so ist, genauso. Das ist ja genau das, was eigentlich die ganze Zeit an Elder das Problem war. Die haben genau dasselbe gemacht wie alle anderen, nur halt besser. Ja. Und die werden jetzt hier mit einigen Änderungen auf den Stand von anderen Armeen runtergezogen, will ich gar nicht sagen, weil das ist immer noch eine super starke Fähigkeit. Aber in Verbindung mit dem Enhancement, was nicht mehr die 6 legen kann, glaube ich, ist Wraithguard jetzt, und mit Phantasm vor allem, ist Wraithguard jetzt endlich an einem Punkt, wo man auch was dagegen tun kann als Gegner. Und nicht 3 Units hinstellt und 2 davon werden erschossen, sobald die erste darauf geschossen hat und nicht genug getötet hat.
Ja, das war's mit Elder. Mhm. Dann sind wir bei Astra Militarum. Jawohl. Und da musst du mir mal helfen. Da habe ich gar keine Ahnung. Ich sehe hier schon, die Änderung ist, dass Officer Models Orders issuen können. Ist einmal rot. Und dann am Ende Officer Models can issue orders in your command phase and at the end of a phase in which they disembarked from a transport or were set up on the battlefield. Wahrscheinlich war es vorher nicht so, ne, dass sie nur in der Command Phase Orders geben konnten. Ich meine aber, es gab bei der Chimäre irgendeine Sonderregel dazu, dass sie das trotzdem dürfen, auch wenn sie da rauskommen. Bin ich mir jetzt auch nicht sicher, was sich dort geändert hat. Ja. Es wirkt auf mich nicht so, als wäre das eine massive Änderung. Und ich glaube, dann passt das auch ganz gut. Ich glaube, wahrscheinlich ist es nur so ein Ding, was vorher irgendwie intended war und jetzt irgendwie nochmal mit reingeschrieben ist, ne? Und es ist grün markiert, das heißt, es scheint ein Buff zu sein. Ja, ich bin rot-grün, das musst du mir sagen. Ob's okay, ein Buff ist oder nicht. Das ist grün. Wobei hier bei Elder sind auch manche Sachen grün markiert, die eigentlich ein Nerf sind. So ist na gut. Dann haben wir Blood Angels. Ach nee, ich sehe gerade, nee, Astra Militarum ist einfach nur grün und deswegen ist auch das Plus bei denen grün. Bei Blood Angels ist das Plus nämlich rot. Okay. Ja gut. Stimmt, bei Chaos Space Prince ist es auch hier so dunkel. Ja. Ja, na gut. Okay, dann nicht color-coded. Alles klar, wissen wir jetzt mehr. Dann Blood Angels. Ja. Die kriegen jetzt plus zwei Stärke, wenn die reinchargen. Nice. Vorher war es einfach, haben die plus eine Stärke, plus eine Attacke gekriegt im Charge. Ja. Jetzt ist es plus zwei, plus eins. Finde ich in Zeiten von Phantomen, wenn jetzt Custodes wieder stärker werden und so. Also vieles, was irgendwie jetzt Toughness 5, Toughness 6 hat, ist das direkt mal ein plus eins to wound, eins zu eins. Das ist ja, ich hole mal kurz noch meinen. Also das wird sicher gleich auch nochmal spannend, weil die, wir haben ja noch die alte App, weil ich schnell in den Flugmodus gegangen bin. Wir können auch meine nehmen, ich habe meine auch hier frei. Und da können wir dann nochmal reinschauen. Ja. Zum Beispiel bei, das würde mich jetzt nämlich mal gerade interessieren, bei Blood Angels. Mhm. Was gibt es denn da, was so davon profitiert? Also zum Beispiel. Also Sanguinary Guard, Todeskompanie. Mhm. Todeskompanie freut sich sehr drüber, weil die halt jetzt dann mit Stärke 10 Fäusten im Nahkampf auch durchaus Panzern gefährlich werden können, die jetzt bisher dann nicht so. Ist ja bei Sanguinary Guard so auch nice, dann gerade bei Wraith auch ein Unterschied von plus 1 to wound quasi, weil dann gehen die jetzt auf Stärke 7 im Charge. Genau. Also wie gesagt, das ist ein Breaking Point, der da entsteht, wo ganz, ganz viel plus 1 to wound dabei rauskommen wird. Nicht immer, aber bei vielen Stellen werden Blood Angels jetzt um 1 besser verwunden. Denkst du denn, das reicht aber nicht, glaube ich. Ja, weil das ist nämlich auch die Frage, weil ich finde Blood Angels ja eigentlich auch super cool. Du spielst sie eigentlich als Gladius und dann ändert sich nichts. Immer noch keine. Von daher, coole Änderung. Wir werden vielleicht den einen oder anderen Blood Angel dadurch mehr sehen auf dem Turnier, aber ist jetzt nicht substanziell so krass, dass ich sagen würde, ab jetzt spielen alle Blood Angels. Dann haben wir Chaos Demons mit einer neuen Edition zur Demonic Pact Rule. In addition, for each of the following keywords, the number of non-battleline units with that keyword you include in this way cannot be greater than the number of battleline units with that keyword you include in this way. Ist das so ein bisschen wie die alte Belacor-Regel, dass du nur, also dass du quasi erstmal alles voll machen musst, alle vier Gottheiten und dann erst die nächste nehmen kannst? Also so vom. So klingt das. So ein bisschen so ähnlich zumindest, ne? Also guck, ist jetzt nicht, auf jeden Fall nicht genau gleich. Ach, das ist für die Demonic Pact ist hier für Allies. Also wenn du bei anderen Chaos-Armeen Dämonen reinpackst, dann ist, okay. Das heißt, du hast quasi, du musst wieder eine Patrol spielen, so in, auf eine Art. Ja. Ne? Das heißt, du kannst nicht mehr, das ist aber wirklich, sind Nörgelinge Battleline? Ich glaube schon. Oder? Das ist. Weil das nimmt vielleicht Frage. Ja Nörgelinge einfach komplett raus. Ja. Weil man dann eine Einheit Plaguebearer spielen müsste dafür. Keywords? Ja doch, die sind Battleline. Okay. Aber Celesk zum Beispiel, die gerne mal mitgenommen wurde, ein Changeling. Mm. Braucht jetzt quasi dann einmal Horrors. Stimmt, den Changeling holt es komplett raus. Ja. Oder Blue Scribes, einfach so als schnellen Loan-Up-Objective-Holder. Finde ich eine gute Änderung. Ja. Also, es ist jetzt nicht, ich sag mal, es ist nicht nötig, aber
Ich glaube, das ist einfach, also es fühlt sich auch ein bisschen nach einer zukunftssicheren Geschichte ja. an, weil da ja schnell halt so Interaktionen entstehen, dass wenn man dann so, gerade wenn dann jetzt irgendwie Emperor's Children rauskommen, dass vielleicht so einfach Celeste ranwerfen ja. halt direkt wieder ja. so ein Autopick ist, weil es so ja, gut mit genau. der Armee funktioniert. Und das ist so. Ja was, was man grundsätzlich nicht so will, dass da so ja. absolute Auto-Includes wie Nörglinge ja. für die meisten Chaos-Armeen. Und jetzt muss man sich das zweimal überlegen, ob man mhm. dann wirklich ein Changeling spielen will, wenn man dafür halt noch die Horrors ja. mitnehmen muss. Weil das also ich glaube dann, Punkte. Wahrscheinlich ja. tatsächlich gar nicht mehr. Ja. ja. Mhm. Jetzt wird spicy. Jetzt oh. sind wir bei Chaos Space Marines und das ist ja einer der größten Fraktionen, die einfach genervt werden müssen. Auf jeden weil, Fall. Mhm. Das, also weil die Meta ja komplett wieder überflutet wurde von CSM mhm. und das hat einfach keinen Spaß gemacht. Und ich hatte auch, war jetzt auch so ein paar Mal jetzt wieder dagegen gespielt. Ich habe es ja auch selber ein bisschen mhm. gespielt. Ich hatte einfach keinen Bock mehr. Mir hat selber nicht so viel Spaß gemacht, mir hat es keinen Spaß gemacht, dagegen zu spielen. Ich hoffe, dass die Änderungen die so in Line bringen, dass es wieder Spaß macht. Mit und gegen Chaos Space Marines zu spielen. Man halt nicht alles so, mhm. so wegknüffelt. Auf jeden Fall. Aber das, was ich hier sehe, wird das auf jeden Fall auch sehr gut ja. unterstützen. Mhm. Der erste Punkt, schon mal mega gut, Marks of Chaos Detachment Rule. Es können keine Einheiten mehr in einen Transporter gehen, die ein anderes Mark of Chaos haben als der Transporter. Finde ich eine super Regel. Das ja. ist so eine Regel, die wäre, hätte früher in jedem Codex drin gestanden, einfach aus ja. Flavor-Gründen. Und dass man jetzt nicht einfach halt sagt, okay, ich mache jetzt jeden Transporter Nurgle, weil halt das beste Keyword ist. Mhm. Finde ich schon mal unbestreitbar gut. ist. Ja. Man braucht jetzt quasi ein Undivided Rhino, um Undivided Chosen ja. anzubringen, wobei wir da ja noch gleich zu kommen werden. Undivided Chosen wird man vielleicht ja auch gar nicht mehr sehen. Vielleicht. Also gucken wir gleich mal. Aber das ist auf jeden Fall, wie du sagtest, ja. eigentlich eine gleichzeitig auch, dass man halt verpasste Regel bisher. So nicht mehr einfach das Rhino in der ersten Runde so auf Kante stellen kann ja. und dann einfach sagen kann, na, wenn ich halt nicht anfange, dann mache ich es einfach Nurgle ja. und dann kann ich dann in meine Position fahren. Mhm. Weil Nurgle Chosen wären ja halt nicht so geil. ja. Mhm. Dann haben wir Dark Obscuration Stratagem. Ganz, das war ganz das, kurz. Mh. Das macht übrigens Abaddon wieder interessanter, weil der kann mit seinem Trupp ja dann wiederum in jeden Transporter. Oh, stimmt, rein. Weil er dem Trupp jedes auch Keyword in den Nurgle Land Raider. Ja. Oh, ja. Mhm. Das ist ein also Abaddon, glaube ich, bei den Änderungen hier, ja. auch bei dem, was gleich noch kommt. Abaddon ist back on the menu, Leute. Das freut mich, weil ich mag meinen Abaddon. Mhm. Dann haben wir Dark Obscuration, das ist, war jetzt das Nurgle-Stratagem quasi, mhm. was eine Einheit Stealth gibt und dass die außerhalb von 12 Zoll nicht beschossen werden kann, ändert sich jetzt auf 18 Zoll. Also perfekt. Auch eine super Änderung. Ja. Ich finde, so hat das immer noch seinen Nutzen, ja. aber es ist nicht mehr so toxisch. Einfach. Genau, du wirst nicht mehr across the map weggeballert, ja. So wie es auch sein sollte dann. Ja. Aber es ist nicht mehr so, naja, ich habe jede Unit in meiner ja. Armee gefühlt, hat plötzlich Loan-Op, wenn ich es brauche. Genau. Würde mich sehr freuen, wenn das allgemein auf alle ja. Loan-Op-Fähigkeiten, die Units betreffen, auf die 18 Zoll gehen würde. Weil ja, bei Charaktern finde ich es halbwegs fein. Also mhm. es ist nicht perfekt, aber es ist in Ordnung mit 12 Zoll. Besonders aber 12 auf den Zoll Charakter, für Units sind es ja halt absurd. Eh nur so oft so Dullis, die halt irgendwie so ein bisschen Punkte machen ja. und so. Häufig. Und ja. dafür ist es ja ein cooles Tool. Ja. Aber dann halt so eine ganze Unit Wraith irgendwie an Target-Tool mhm. machen und so, das ist einfach mit nicht 18 Zoll cool. ist das fein. Ja. Das passt super. Ja. Mhm. Dann haben wir Profane Seal. Das ist das Undivided Stratagem, mhm. was entweder 1er Hit und Wound Rolls gegeben hat oder, wenn man Undivided ist, volle mhm. Hit und Wound Rolls. Ja. Du und kannst es auch tatsächlich nur noch bei Undivided machen. Guck mal. Oh, stimmt. Ja. Ah, das ist auch die erste Änderung schon, dass man, mhm. Also du hast nicht mehr diese zwei Effekte. Mhm. Das sitzt bei Dark Obscuration. Ist es nicht so. Ist es nicht so. Da ist es immer noch wie vorher. Mhm. Okay. Und die größte Änderung daran ist, du hast nur noch Wound Rerolls, ja. keine Hit Rerolls auch mehr. Da wieder Abaddon bleibt dein Freund. Ja. Der bringt dir trotzdem noch die Hit Rerolls. Finde ich auch super, weil mit mhm. der Faction-Mechanik, mit den Exploding Sixes oder Lethal Sixes, ja. ist das einfach volle zu Hit Rerolls krass. Waren einfach also, zu doll. Du hast mhm. einfach eine Trefferquote gehabt von ja. Über 100%. Ja. Und das war einfach absurd. Ja. Und halt, aber auch quasi so, also kaum eine Armee hat das ja so stabil, dass du mhm. wirklich halt immer quasi, also du kannst es ja kaum whiffen durch ja. die Rewards und Sustain. Ja. Also das finde ich auch eine schon eine super Änderung. Auf jeden Fall. Dann haben wir Accursed Cultists. Da wird der OC geändert. Ja. Die haben nämlich jetzt nur noch OC1.
auch das total gut. Super also, Regel. Bisher muss ich sagen, gefallen mir all diese Sachen total gut. Manche hätte ich ein bisschen anders gerne gesehen, aber insgesamt ist das alles total gesund fürs Spiel. Hier ist ja nichts dabei, wo ich sage, oh, das ist jetzt aber kacke. Finde ich richtig gut. Ich hoffe, es gibt nur noch eine zweite Seite, wo Necrons draufstehen rum. Das wird spannend. aber Accursed Cultists haben nämlich noch eine zweite Änderung, denn die regenerieren nicht mehr in jeder Command Phase, sondern nur noch in der eigenen. Mhm. Und das finde ich auch super, weil ich glaube, das bringt die jetzt wirklich so auf ein angemessenes Power-Level. Mhm. Weil sonst vorher dann nochmal da ein Objective klauen mit dem Regenerieren und einfach quasi 6 von den kleinen wiederholen mit der Haltbarkeit, ist einfach, das hat einfach keinen Spaß gemacht, dagegen zu spielen. So, das finde ich super. Dann gehen wir auf die zweite Seite. Oh. Startet mit Death Guard. Da haben wir eine kleine, aber sehr gute Änderung. Ja. Denn der Biologus Putrefier, der, manche nennen ihn, wir müssen es einfach, wir müssen es placen, manche nennen ihn auch Putin Beautifier. Aber jetzt musst du erklären, warum. Es ist Derjas Schuld. Derja hat bei uns beim Listenschreiben, bei dem allseits beliebten Lifestyle-Getränkenspiel Klatschen, statt Packe Wein Koffer haben wir Listen geschrieben und musste Derja halt die Namen wiedergeben. Und so wurde aus Aunvar wurde Wava Wuva und aus dem Biologis Putrefier wurde Putin Beautifier. Ich finde übrigens, also Wava Wuva ist so in meinen Wortschatz übergegangen. Ich möchte nicht mehr, dass der anders heißt. Ich möchte, dass der umbenannt wird im Kodex. Also der Kodex kommt jetzt raus, da steht bestimmt Wava Wuva drin. Ich werde es, wenn mein Kodex ankommt, dann werde ich hier mit so einem Etikettiergerät werde ich dann werde ich Aunvar wegmachen und werde Wava Wuva schreiben. Ja. Das ist sein wahrer Name. Jetzt, oh, wie über den Dämonen. Ja, genau, jetzt kannst du über ihn herrschen. Aber zurück zum Biologus Putrefier. Denn der darf einmal Grenade umsonst machen im Spiel. Aber es war nicht limitiert darauf, dass es nur einer von denen machen kann, sondern du konntest einfach 3 davon spielen und dann 3-mal Grenade einfach for free irgendwo rein. In einer Runde. Die dürfen es immer noch alle machen, aber nicht mehr in derselben Runde. Genau. Mhm. Besonders du konntest, also, beziehungsweise du konntest dann ja sogar 4-mal Grenade machen, weil du es ja auch noch einmal für den CP mit irgendeiner Unit machen konntest. Genau. Und 4-mal Grenade macht im Schnitt dann wie viel Mortal Wounds irgendwie? 3 im Schnitt? Ja. Also irgendwie 12. Das ist etwas, was wir nicht so gerne haben, Das macht keinen Spaß. Und zum Vergleich, der Reductus Saboteur von Gene Sealer hat genau die gleiche Regel im Prinzip und da war es auch die ganze Zeit so, es durfte immer nur einer pro Runde machen. Finde ich wieder punktgenau getroffen. Super gut. So, ich glaube, bei Deathwatch ändert sich nichts. Da haben wir noch alles. Dann sind wir bei Drukhari. Das wird, glaube ich, auch spannend. Mhm. Denn Drukhari kriegen ja auch noch ein neues Detachment, wo wir am Ende mal reingucken. Als erstes Power from Pain Army Rule wird geändert. Change the effect of units empowered in the shooting or fight phase to each time a model in that unit makes an attack, you can reroll the hit roll. And if it's a melee attack, improve the armor penetration characteristic of the attack by one. Ja. Das heißt, was Neues ist, das plus ein AP. Mhm. Ist, glaube ich, nötig, dass die einfach auch mal ein bisschen Damage machen. Drukhari waren ja eigentlich die ganze Zeit eine Nahkampfarmee, die so ein bisschen Shooting noch dabei hat und jetzt machen die im Nahkampf gar nichts mehr. Ist eine vernünftige Änderung, würde ich sagen. Passt. Der Archon kriegt eine neue Einheit, die er anführen darf, denn er darf jetzt auch in Inkubi rein. Warum auch nicht? Ja, kann ich mir auch noch vorstellen, dass das vorher irgendwie vergessen wurde oder so. Ja. Aber ja, dann haben wir hier Gene Sealer Cult, da hat sich auch nichts geändert. Mhm. Da können wir nur noch einmal traurig drüber sein. Dass wir die sind einfach zu sehr genervt worden, leider. Bei Grey Knights ändert sich was. Denn das finde ich sehr spannend, denn das ist, glaube ich, das erste Mal in der Geschichte von Balanced Starter Slates, dass Profilwerte geändert werden, oder? Kann gut sein. Das ist auf jeden Fall nicht die übliche Vorgehensweise, ja. Und vor allem so massiv geändert werden, weil das macht diese Kanone von, die ist ja echt nicht gut, zu, oh, die ist ja Hölle gut. Da haben wir jetzt erstmal die Heavy Psy-Cannon. Was ändert sich da? Ist die Attackenanzahl auch höher? Ignore Cover und AP um 1 hochgegangen. Ach, Ignore Cover war auch sogar nicht drin. Mhm. Oh, und also Ignore Cover AP2 ist ein richtig nicer Spot. Ist ja mega, also der Turbo. Ja, das ist eine super Knarre jetzt. Mhm. Aber die Attacken sind gleich, ne? Ich sehe das so schlecht. Ja, 6 Attacken, das sieht für mich gleich aus, ja. Also, aber es bedeutet also netto sind es ja einfach plus 2 AP sogar. Mhm. Das ist wirklich der Wahnsinn. Genau, weil vorher hast du jetzt einen 8-Bound einfach auf dem 3er Safe stehen lassen. Weil der immer Deckung hat. Und jetzt ist er auf einmal auf dem Retter. Ja. Mit 6. Also der kann auf einmal einen 3er-Trupp 8-Bound einfach wegschießen mit dem Profil. Ja. Krass. Finde ich interessant.
Dann können Greynards auch echt gebrauchen, ja, muss man sagen. Der Hammer trifft jetzt auf 3. Der hat vorher auf 4 getroffen. Und AP ist, glaube ich, auch um 1 besser geworden. Wir sehen das hier leider nicht so gut. AP 3. Ich glaube, der hatte vorher AP 2. Ich glaube, das ist geblieben, das sieht für mich. Ich fact-checke das jetzt einfach. Ja. So oder so, dass er um 1 besser trifft, ist sicherlich eine. Das ist witzig, weil wir gestern oder so, oder letzte Woche irgendwann, haben wir noch Witze darüber gemacht mit Leo, weil er die Dreadnoughts ausprobiert hat. Ah. Dass der Grandmaster nur auf 4 trifft. Ja. Nee, hatte tatsächlich AP 3. Ja, ja, passt. Das heißt, da ändert sich. Ich hatte gerade nur kurz geguckt, weil Grandmaster Nemesis Dreadnought und ich sagte, oh, der normale nicht, doch aber beide Versionen kriegen. Und das Sword kriegt auch plus 1 zu Hit, das trifft jetzt auf 2. Ja. Das hat vorher auch nur auf 3 getroffen, meine ich. Das hat nur auf 3 getroffen, ja. Auch beim Grandmaster. Das macht aber die Dreadnoughts auch wieder richtig gut, ne? Ja. Also die Kanone ist jetzt richtig stark. Das ist der hat jetzt, also er trifft jetzt einfach gut und so. Also ja, finde ich super. Ja. Also die waren ja vorher auch wirklich nicht oft gesehen. Ich finde das Datasheet richtig gut. Mhm. Also so defensiv auch, der kann was. Ja. Ist punktetechnisch sehr gut. Aber der Schaden war so ein bisschen Underwhelming und Underwhelming. Ja. Und jetzt ist das gelöst. Gerade ich finde die Schussphase so frustrierend, dass wenn er dann da irgendwie reinballert und dann bist du am Ende so, dann safe alles auf 3, dann kommt auf einmal gar nichts durch oder so. Und dann sind wir bei Imperial Knights. Mhm. Die kriegen eine kleine Änderung, aber eine sehr geile Änderung bei Layla the Tyrant, bei ihrem Oath. Ja. Vorher durften die entweder ein 1er Hitroll oder ein 1er Woundroll wiederholen. Jetzt dürften sie einen Hitroll und einen Woundroll wiederholen, aber nicht nur einser. Genau, jetzt. Das ist quasi, wir haben die Elder Detachment-Regel, aber in ihrer Army-Rule. Das ist ja gar nicht die Detachment-Regel. Ja. Das ist richtig cool und ich hoffe, dass das Knights wieder ein bisschen spielbarer macht. Mhm. Einfach, dass die, weil es ist auch frustrierend, wenn du da diese riesige Kanone irgendwo reinschießt mit 2 Schuss. Ich meine, es war häufig nur eins dabei, so ist ja nicht, ne? Aber über die 2 hast du dich halt immer geärgert. Jetzt kannst du eine davon rerollen. Das ist einfach ein guter Fix, dass halt so ein großes Modell auch einfach was macht. Ne? Ja, finde ich auch gut. So, Wotan haben wir nichts Neues. Space Marines haben wir auch nichts Neues. Oh, Space Wolves. Space Wolves haben da ein kleines Plus. Player's Turn. Ah, das ist die Änderung, dass du am Ende des Zuges von jedem Spieler eine Saga auswählen kannst. Hier ist auch zwischendrin nochmal Dead Turn. Ja. Aber egal, was da jetzt stehen wird, das mit den Sagas ist komplett ungeil. Mhm. Sagen wir es so. Ich glaube nicht, dass irgendwas am Timing dieser Sagas und auch wenn du sie vielleicht jetzt einen Zug früher bekommst oder so, weil ich bin mir nicht sicher, wie das alte Wording ist, ob du das dann End of Battle Round erst bekommst oder sowas. Auf jeden Fall steht hier That Turn häufig rot markiert. Egal was es ist, ich glaube nicht, dass das reicht, um Space Wolves. Wahrscheinlich ist es einfach nur so ein, wahrscheinlich war es irgendwie vorher nur am Ende von deinem Zug und dann konntest du im Gegnerzug jetzt dann die Saga nicht komplett machen. Ja. Was natürlich wahrscheinlich auch ein Oversight war, einfach beim Schreiben. Das ist jetzt gefixt, aber macht jetzt irgendwie nichts. Also die Saga erfüllen zu müssen, damit du einen Buff bekommst, den andere Detachments einfach ab Werk haben, lohnt sich nach wie vor einfach nicht. Dann sind wir bei World Eaters. Mhm. Und das macht mich traurig, was da steht. Ja, das macht mich total glücklich, was da steht. Denn als erstes die Berserker Glaive war vorher das geilste Enhancement. Denn du hast plus D3 Attacken und Damage gekriegt, wenn du gecharged hast. Mhm. Quasi sonst hast du immer plus 1, wenn du nicht gecharged hast. Wenn du gecharged hast, plus D3. Jetzt kriegst du immer nur plus 1 Attacke, plus 1 Damage. Ja, schade. Du würfelst ab sofort quasi immer die 1 automatisch. Ja. Ich find's gut, nur das war der Zetankiller. Das war der Zetankiller. Das einzige Modell, was einen Katan bedrohen kann. Ja, weil wer das nicht weiß, Half Damage kommt vor Plus Damage. Ja. In der Abfolge. Das heißt, der Zetankiller, wie auch immer du ihn nennen magst, hat erstmal dein Head Damage Zetan 2 halbiert auf 1 und danach sind die W3 Damage draufgekommen. Ja. Und dadurch hattest du vielleicht trotzdem Damage 4 gegen dieses Modell. Genau. Ist jetzt quasi safe nur noch Damage 2. Ja. Das macht schon deutlich schlechter. Auf jeden Fall. Also das ist ein harter Cut. Ob, also der Gedanke war halt,
eigentlich nicht, dass sich was ändert an der Berserker Glaive, sondern im World Eaters Discord waren sich alle einig, dass da wahrscheinlich die Punkte teurer werden. Mhm. Wenn die jetzt auch noch teurer werden, auf ich glaube, aber so ist es dann gesünder. Ja. Weil du halt diese fette Spike nach oben dadurch ein bisschen einschränkst und preislich ist das Ding ja trotzdem noch in Ordnung. Also ein Enhancement für plus einen Attack und Damage ist ja immer noch gut. Ja. Schlecht ist es auf jeden Fall nicht. Genau. Es kommt darauf an, wie viel die Combo jetzt kostet. Ja. Schauen wir gleich mal. Dann Favored of Khorne Enhancement wurde auch genannt. Das war, dass man seinen Blessings of Khorne Roll wiederholen durfte. Das durfte man vorher once per Battle Round. Jetzt ist es nur noch once per Battle. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Fix für Angron. Mhm. Ja. Die Änderung finde ich okay. Mhm. Also, es ist ein bisschen awkward, weil ich glaube, das ist jetzt, also ich glaube, du musst es immer noch mitnehmen. Mhm. Vorher war es halt ein Auto-Pick, dass du gesagt hast, ich brauche den Reroll. Du brauchst ihn halt immer noch, weil das, da sind wir jetzt wieder bei so einem grundlegenden Problem von der Faction-Mechanik von World Eaters, dass die einfach nicht gut ist. Ja. Also, dass die ist voll stark. Ist halt würfelabhängig. Aber die ist halt total würfelabhängig. Und ich sag mal, 90% der Zeit kriegst du die Sachen, die du haben willst aus dem Blessings Roll. Aber alle 5 Spiele stehst du da, hast in der ersten Runde nicht plus 2 Move und Advance und Charge und bist halt im Arsch. Und deswegen nimmst du halt diesen Favorite of Khorne Reroll mit. Es ist natürlich in Kombination mit Angron problematisch, weil er dann halt eine gute Chance hat, quasi immer wiederzukommen oder sogar öfter wiederzukommen. Ja. Da hätte ich mir gewünscht, dass das Enhancement so bleibt, weil das der Fix dafür war, dass man auch wirklich seine Armee-Regel halt kriegt und eher der Angron-Revive einfach auf einmal limitiert wird. Das hätte ich ganz cool gefunden. Ja, also Angron-Revive anzugehen, wäre auch wieder eine sehr gesunde Änderung gewesen. Ähnlich wie beim Inkarn. Das ist sowas, was man eigentlich kaum in Punkte nämlich aufwerten kann. Weil wenn der Runde 1 stirbt und dann einfach zweimal wiederkommt im Laufe des Spiels, ja, dann ist man als Gegner sehr traurig. Mit fast 1000 Punkten mehr. Also, und dann, also 800 noch was. Ja, aber das wäre wahrscheinlich bessere Lösung gewesen. Andererseits, ich finde, das ist in Ordnung, weil es fühlte sich als Gegenspieler von World Eater immer so an, naja, der kriegt ja eh, was er will. Also der kriegt immer genau aber das die ist ja Buffs, zum Beispiel die er braucht. Auch, das ist ja 90% der Zeit trotzdem so. Mhm. Also du kriegst ja trotzdem die Buffs, die du brauchst. Genau. In der aber jetzt nicht mehr so. Es ist ein bisschen schwächer geworden. Das finde ich, glaube ich, ganz gut. Ein bisschen dicier. Aber wie du schon sagtest, grundsätzlich ist die Mechanik das Problem. Ja. Dass sie jetzt nicht mehr ganz so reliable einfach dir zwei geile Buffs Blood Tithe Punkte. Bitte, wenn jemand zuhört, der diesen Codex schreibt, bitte macht wieder Blood Tithe Punkte. Das war, die beste Mechanik der Welt. Ja. Das hat einfach Spaß gemacht. Ja. Das war gut für den Gegner, das war gut für dich. Bitte bring das einfach wieder. Ja, viel besser als Kniffeln einfach spielen. Kniffeln, ja. Ja. Mhm. Dann haben wir noch den Dämonenprinzen, denn der gibt jetzt keinen Vierer Invul mehr, sondern nur noch einen Fünfer innerhalb von 6 Zoll. Außer das Modell hat schon einen Invul, dann kriegt es einen Vierer. Ich glaube, das ist einfach so eine Absicherung für die Zukunft, dass diese eine verrückte Person, die sich 120 Jackals gekauft hat, Ben, liebe Grüße, Ben, nicht alles damit stompt, weil die dann einen Vierer Invul haben. Die Liste ist quasi jetzt schon da. Ja. Sie ist physisch noch nicht auf den Tischen angekommen. Die wird damit entschärft, finde ich richtig gut. Ja, ich glaube, das ist quasi damit, weil du könntest jetzt ja einfach bei World Eaters zu dem Konzept rübergehen. Betrifft das eigentlich irgendwas außer Jackals und die normalen Dullies? Eightbound haben jetzt dann halt immer noch quasi den Vierer, weil die ja schon einen Fünfer haben. Ja. Aber ansonsten Jackals und Berserker, oder? Ja, Termis haben sowieso einen Vierer-Envol. Mhm. Berserker von daher Fünfer, ist das ja eine vernünftige. Ich finde es halt ein bisschen schade, weil ich finde, in dem Kontext von so 20 bis 40 Jackals ist der Vierer-Invul cool und eine coole Regel, um World Eaters so einen anderen Build-Path zu geben. Aber ein Fünfer-Invul ist ja immer noch gut und die haben ja dann auch wahrscheinlich einen Fünfer-Feel-No-Pain. Ja, aber ich glaube, dafür ist die Opportunity-Cost zu hoch. Das kann sein, weil der Dämonenprinz kostet ja auch 200 Punkte. Der ist kacke, ja. Ja, komplett kacke ist der nicht. Der macht schon ein bisschen Damage im Nahkampf, aber der ist jetzt nicht mehr, der ist nicht mehr 200 Punkte wert. Mhm. Da bin ich auch mal gespannt, ob der dadurch vielleicht auch ein paar Punkte weniger kostet. So irgendwie 180, 170, irgendwie sowas. Ich glaube, das wäre cool.
Aber ich glaube aber for the sake of the game quasi, um dem Spiel was Gutes zu tun, ist das eine gute Änderung. Weil es ist so, du kannst ja nicht limitieren, dass du sagst, wenn du den Dämonenprinzen spielst, dann darfst du nur 40 Jackets spielen, sondern es ist ja trotzdem die Möglichkeit, da 120 Jackets zu spielen und die kosten nicht so viele Punkte. Also nee, die Liste ist real. 7 Punkte also pro Modell, das sind 700 plus nochmal 20 mal 7, was ist 20 mal 7? 140? 140. Ja, es sind nur 840 Punkte quasi. Mhm. 840 Punkte für 120 Lebenspunkte mit einem Vierer Retter, Fünfer, Phenopain. Also selbst mit Fünfer Retter, Fünfer, Phenopain sind die immer noch gut, glaube ich. Mhm. Okay, dann sind wir, glaube ich, mit dem Balance Starter Slate selber durch. Mhm. Schon mal erstes Zwischenfazit von dir. Ja, also richtig, richtig geile Sachen dabei. Ich bin zu 90% zufrieden, würde ich sagen. Mhm. So Kleinigkeiten anders. Aber ich vermisse Necrons. Ja. Also im jetzigen Meta, jetzt gerade ohne Balanced Data Slate, waren Necrons mindestens mal oberes Ende der Nahrungskette, siehe LVO auch. Ja. Also mindestens mal on par mit CSM und Elder. Mhm. Hatten krasse Konter, wie wir in Münster gesehen haben. Du hast mich besiegt mit World Eatern. Du hast mich, der Tim hat mich besiegt mit Wotan. Wotan sind unverändert. Wotan können das wahrscheinlich dann genauso machen, außer deren Punkte verändern sich wild. World Eaters können jetzt, glaube ich, nicht mehr so einfach da durchgehen. Also ich glaube, die beiden, also zwei der größten Konter, CSM und CSM gehen da gar nicht mehr durch, sind, jetzt würde ich sagen. Jetzt also können da nicht mehr mit dealen. Ja. Weil ich habe ja schon mal reingespinkst für World Eaters. Ja. Da kommen wir dann ganz am Ende von den Punkten zu. Ich kann schon mal verraten, dass World Eaters auf jeden Fall nicht mehr der Necron-Counter sind. Mhm. Wer ist es dann noch? Ne? Also Necrons sind jetzt schon problematisch für 80% der Armeen. Also es gibt immer noch die 20% Armeen, die da einfach durchschneiden, gar kein Problem. Aber die Zetanen müssen teurer werden. Mhm. Auf jeden Fall. Die 12 Zoll No-Shoot-Aura muss auf 18 Zoll gehen. Ja. Und da wäre mein, wenn ich das so mal shameless pluggen darf, wäre mein Hinweis an alle TOs, wenn das jetzt hier nicht ausreicht und wir haben jetzt wieder ein tolles Meta für alle Armeen außer für Necrons, dann lass uns einfach Hausregeln für Necrons machen. Lass uns die 12 Zoll zu 18 Zoll Änderung auch für das Necron Strategy benutzen. Mhm. Lass uns Zetan vielleicht ein bisschen teurer machen. Ist halt wieder so eine Schwierigkeit also, mit der App, ne? Weil ich finde halt so quasi, du hast halt, also die App ist halt super und dann da quasi Regeln dran zu ändern, ist oder halt nur ein bisschen pro problematisch. So, solche Regeln gab es auch schon. Das wäre super. Denn das gab es ja mal. Ja. Das wäre zum Beispiel fantastisch, wenn man einfach einen, sagt mal, dann nimmt halt jeder den Todesboten, aber gut ist. Ja, aber ich meine, das wäre ja auch ein Fluff-Ding sozusagen, dass du halt, dass die Necrons jetzt nicht gerade drei Zutaten rumfliegen haben. Und die wichtig ist, dass sie jetzt bitte nicht wieder ein halbes Jahr lang einfach nur mit den neuen Overlords zu kämpfen haben und jetzt ist endlich nach einem halben, über einem halben Jahr, 10. Edition, sind Elder jetzt wahrscheinlich endlich irgendwie so ranged in und nicht mehr komplett Banane weit oben. Und dann kommt einfach die nächste Fraktion und macht dasselbe. Das ist halt nicht so schön. Deswegen wäre mein dringender Wunsch eigentlich, dass wir da in die Richtung auch irgendwie zur Not selber aktiv werden, weil ein Konter oder zwei Konter sind jetzt auf jeden Fall weg. Wotan bleiben noch. Riech ruhig noch länger, ich habe schon wieder hier nicht mehr. Also das finde ich sehr bedenklich. Ich habe schon wieder den Zugang zu Google. Ich habe Hoffnung, dass GW das vielleicht noch adressiert. Vielleicht auch, während wir hier gerade reden, tut sich ja vielleicht schon was. Weil wir sind sicherlich nicht die Einzigen, die sowas überraschen würde, dass Necrons komplett ungeschoren davon kommen. Vor allem nach dem LVO-Sieg. Ich glaube, der hat nochmal gezeigt, dass es auch nicht nur Canoptich Court ist, der sehr, sehr stark ist, sondern dass halt auch Hypercrypt Legion sehr gut funktioniert. Sagen wir es so. Weil die Datasheets sind einfach extrem stark, ne? Und das betrifft auch Immortals, die eigentlich ja im FAQ genervt wurden, aber in Hypercrypt halt immer noch extrem stark sind. So, ich bin bereit. Wir haben das Monitorum Field Manual offen. Ja. Ich bin sehr gespannt, was da jetzt punktemäßig bei rumkommt. Weil das, also so cool die anderen Änderungen ja schon sind, desto spannender wird es eigentlich jetzt, wie dann eine Armee aussieht. Aber ganz kurz noch als kleiner Disclaimer, das soll auch nicht zu negativ klingen. Also das, was GW hier gemacht hat, ist super Arbeit. Habt ihr wirklich gut gemacht.
nur diesen einen Bonuspunkt müsst ihr noch machen. Also bringt Necrons noch in Line und dann ist alles gut. Wir starten mit Soros. Ja. Sollen wir das schnell durchgehen? Ja, da können wir, glaube ich, relativ schnell durchgehen und so ein bisschen die problematischen Units irgendwie. Ja. Also wir können ja einfach hier nur die Units mal angucken, also, die teurer geworden sind. Arco-Flagge landen, Exorzisten, Punkte hoch, absolut gerechtfertigt. Beide Units. Was haben Arcos vorher gekostet? 40 und 130. Genau. Ja, das sind dann auf jeden Fall, also für die 30 Arcos. Immer noch eine gute Unit. 15 auf jeden Punkte, Fall 30 Punkte mehr. 15 Punkte pro Modell. 20 Punkte mehr. Ist reasonable. Ja. Ist absolut in Ordnung. Exorzist, 20 Punkte hoch, genau dasselbe. Ja. Morven Vahl geht auch hoch. Ich weiß gar nicht, um wie viele Punkte. Also die Karte 145. Mhm. Also ich habe da noch gegen gespielt gestern. Also für mich war die eh schon nicht mehr in den Listen. Die ist gut, aber gleichzeitig gehen die Paragon Warsuits auch runter. Ja. Das wäre natürlich insofern eine interessante Änderung, weil man eigentlich Vahl plus Warsuits nur sieht, aber danach keine Warsuits mehr. So könnte man jetzt Vahl und Warsuits nehmen und vielleicht noch mehr Warsuits als Alternative. Und 20 Punkte mehr ist die. Ja, und die Warsuits, wie weit gehen die runter? 10 Punkte oder was? Wahrscheinlich 10 oder so, ne? Paragon Warsuits. Die Nandems nenne ich die gerne. Von 2 30 Punkte runter, das heißt, es gleicht sich ja schon wieder aus. Am Ende wird der Trupp sogar billiger. Am Ende ist die 10 Punkte günstiger. Ja, das ist geil. Also Warsuits, finde ich, war noch zu teuer, weil das waren im Prinzip bessere, oder gar nicht mal unbedingt bessere Space Marine Centurions, damit würde ich sie jetzt mal vergleichen. Kosten jetzt fast das gleiche, bis auf 5 Punkte, außer bei Marines tut sich noch was ihr gerade noch nicht sehen könnt. Finde ich in Ordnung, finde ich eine gute Änderung. Der Trupp bleibt ähnlich teuer, aber die Warsuits gehen runter. Repentia ist ein bisschen günstiger. Dominions sind auch runtergegangen. Dominions günstiger. Die sind sogar jetzt sehr günstig. 11 Punkte pro Modell. Mhm. Das ist schon. Ich glaube, da so die niedrige Stärke hat, ist da halt irgendwie der Knackpunkt, dass man die nicht. Retributor runter ist auch sehr wichtig, weil die hat man kaum noch gesehen. Die waren ein bisschen zu teuer. Zephyrim werden billiger. Mhm. Okay. Also ich glaube, da geht man ja dann als Soro-Spieler irgendwie netto. Man tauscht jetzt einfach Seraphim gegen Zephyrim, würde ich sagen. Ne? Interessant. Also unterm Strich würde ich sagen, werden einige Sisterlisten ein bisschen teurer, die halt stark auf Flagge landen und Exorzisten gesetzt haben. Ja. Aber es ermöglicht jetzt andere Builds. Und gerade in Verbindung mit dem Nerf von Catherine halte ich Sisters damit für einen sehr, sehr guten Spot kompetitiv. Ja. Also finde ich sehr interessant. Nichts dabei, wo ich sage, oh, das ist völlig daneben. Ist auch cool, wenn man wieder so mehr Nandems irgendwie sieht. So, ja, ne? Also auch die Flagellanten, dass so ein Shift vielleicht von denen weg stattfindet. Ich finde die Flagellanten sind so eine blöd geschriebene Unit. Ja, die sind halt viel zu gut für 13 Punkte pro Modell. Aber das ist auch so eine toxische Einheit, wo man dann so ist. Versumpfst du. Firafino Pain und dann auf so 10 Figuren. Wenn du so zwei Lebenspunkte, wenn du zwei Damage und damit drei Damage drauf. Mit drei Damage reinschießt und dann die ganze Zeit nur 4 Plusen würfelst, das ist einfach so eine komische Würfelei. Ja. Und auch so eine Einheit, die so ewig dauert, irgendwie auszuwürfeln mit den zwei Lebenspunkten. Ja. Weil du auch die Phenopains nicht bestätigen kannst, sondern halt einfach jede einzelne würfeln muss für zwei Damage. Deswegen, ich hoffe einfach, dass es davon weggeschiftet. So, Custodes sehen nur grün aus. Es wird einiges günstiger. Da muss ich auch mal kurz aufmachen. Da weiß ich gar nicht, was die Sachen vorher gekostet haben. Gucken wir erstmal bei den Alarus. Also, insgesamt werden günstiger. Alarus, Custodian Guard, Custodian Wardens, der Shield Captain auf Dawn Eagle Jetbike, den man gar nicht mehr gesehen hat, leider. Und auch die Virtus Praetors werden günstiger. Also, die Alarus werden 5 Punkte pro Modell günstiger. Das ist jetzt nicht viel, aber könnte halt so ein bisschen. Da bin ich zum Beispiel ein bisschen skeptisch, weil ich fand die bisher schon ziemlich gut, muss ich sagen. Okay, also und wenn die jetzt den Feel-No-Pain wieder bekommen und auch nochmal billiger werden, also Alarus fand ich schon bisher ein sehr, sehr starkes Datasheet. Ich meine, ich finde es so interessant jetzt bei den Punkteänderungen, weil wir ja irgendwie jetzt auch beim List-Building fürs nächste Turnier gemerkt haben, manchmal sind es wirklich nur diese 5 Punkte, die fehlen. Die einem nochmal komplett neue Möglichkeiten eröffnen, einfach durch die Zusammenstellung, dass man nicht mehr mal da noch eine Ausrüstung auspacken kann oder so. Ja. Custodian Guard werden 20 Punkte günstiger für 4 Modelle. Das ist schon ordentlich. Ja, und 25 sogar für den ganzen, also auch 5 Punkte pro Modell. Das eröffnet einem, glaube ich, auch nochmal so
Also es ist ja, wenn man es jetzt irgendwie dann zusammenrechnet, da wenn man ein paar Custodian Guard spielt und so. Ja? Mir fällt gerade was auf, ich bin ja doof. Alarus sind ja die Termis. Ich meinte die Wardens die ganze Zeit. Die so gut sind. Aber die werden ja zum Glück auch billiger. Die werden zum Glück auch billiger. Ja. Ich schätze mal auch 5 Punkte. Das ist der Way. Ja, auch 20 Punkte für den Vierertrupp weniger. Ja. Das ist auch 5 Punkte günstiger. Der Shield. Ich meine mal realistisch gesehen, wie viele von diesen Modellen hatte man denn auf dem Feld am Ende des Tages? Ich sag mal, eine normale Liste, so 20 plus minus von diesen 3 Units, die wir jetzt aufgezählt haben. Das heißt, am Ende 100 Punkte. Das ist aber, ich meine, das entscheidet ja auch nochmal so, dann kannst du nochmal irgendwie eine Assassine mit reinpacken und so. Ja. Das ist schon einfach cool, damit man nochmal so, ich glaube, das gibt denen wieder ein, also das macht die nicht jetzt direkt wieder völlig stark so. Mhm. Find's auch gut, dass sie die Limitierung auf den 5er Squads gelassen haben. Das ist also ganz wichtig. Dass man da keinen 10er Guard Squad hinstellen kann, ist sehr gut. Und dann, wenn man da einfach noch so ein Mission-Play-Ding drin hat oder so, ist einfach cool. Ja. Der Shield-Captain, der mit 40 Punkte günstiger auf Donner. Und immer noch ist er teuer Preis-Leistung, würde ich sagen. Die Praetors? Virtus Praetors. Gehen auf 75 Punkte pro Modell. Die sind vorher gewesen bei 160 für 2. Ja, also 10, also auch wieder 5 Punkte pro Modell. Ja. Das reicht, glaube ich, nicht für die. Vielleicht in Kombination mit dem Shield Captain dann doch mal ein Trupp, aber ich glaube, das reicht nicht, dass die besonders viel Play sehen. Vor allem, weil die ja auch an anderen Dingen kranken. Ja. Die haben Probleme mit Fly, trotzdem nicht sich richtig vernünftig bewegen zu können über Ruinen hinweg. Ich glaube, das sind eher mechanische Probleme, die zurückhalten, und die sind halt arschteuer am Ende trotzdem noch für etwas, was dann doch relativ schnell stirbt. Ja, aber insgesamt finde ich super. Also ich glaube, das ist so ein bisschen so erstmal eine vorsichtige Anpassung. Ich glaube jetzt nicht, dass sie das direkt ins A-Tier katapultiert. Nein, das nicht. Aber es macht zumindest so diesen Devastating Wounds Custodes Konter halt einfach nicht mehr so vernichtend. Ja. Gerade so eine, ich wollte gerade das andere Wort sagen, Forge Fiend. Forge Friend wolltest du sagen. Ne? Ja, genau. Das auf keinen sagen, Fall irgendwas mit nichts Schlüpfriges. Mit einem deutschen Namen. Ja. Dass der jetzt einfach nicht mehr die so obliterated, irgendwie so eine Unit, ist einfach, glaube ich, schon mal einfach, da finden die schon wieder ihren Platz irgendwo. Auf jeden so Fall. Auf also das Tischen. Wirkt auf mich, als würden Custodes jetzt absolut wieder so im Middle of the Pack irgendwo sein. Und aber auch nicht, dass jeder jetzt wieder direkt die Custodes, die halt jeder besitzt, irgendwie im Keller halt wieder direkt auspackt und sagt, das ist wieder Custodes-Zeit und wir sind wieder so ein Mid-Table-Bully irgendwie. Ja, absolut. Also, wir haben jetzt erst 2 Armeen, aber sehr, sehr, sehr gute Änderung. Admec ändert sich, glaube ich, gar nichts. Mhm. Ist ja auch gerade aus dem Buch rausgekommen. Ich denke mal, das war da irgendwie schon ein bisschen. Ja, super. Also eine Armee, die gerade erst ihr Buch bekommen hat, da müssen wir natürlich auch gar nichts tun. Also bei Admec nicht. Außer bei Necrons. Adeptus Titanicus, da erinnert sich auch nichts. Schade. Warlord Titan werden wir niemals auf dem Tisch sehen. Vielleicht mal ein Warhound hier für 1100 Punkte. Ja. Kann man sich ja mal angucken. Eldari, da wird es natürlich jetzt auch wieder spannend. Ui. Also als erstes der Knight Spinner. Nerfkeule. Der wird wie viel? 30 Punkte teurer auf 210. Die Wraithguard wird auch noch teurer. Ja, das ist auch richtig so. Ich glaube, das ist alles, ne? Ja, sieht so aus. Also, was hat die Wraithguard vorher gekostet? Sind wahrscheinlich auch irgendwie so 10 Punkte teurer oder so. Waren die nicht 350 oder so? Die waren doch so kriminell billig. 360, da muss ich jetzt mal recherchieren. Sowas. 340 für 10er. 340, kriminell Entschuldigung, günstig. Das ist ja wirklich kriminell günstig. Ja, die werden ja eben satte 4 Punkte pro Modell teurer. Ja, auch, also ich würde, also für so einen Brick, ich meine, das ist ja trotzdem noch eine Einheit mit 3 Lebenspunkten um 2er. In Kombination halt auch, ne, mit der mit deren Rules-Änderung, dass sie nur noch auf die Einheit zurückschießen können, die auch auf sie geschossen hat. Wird man, also die Elder-Listen haben jetzt komplett Freiraum und das finde ich eine ganz, ganz geile Sache. Diese Triple Nightspinner, Wraithguard Brick, Fuegan, Autarch-Listen mit kleinen Scheiß dabei, die existiert jetzt nicht mehr. Die wird wie viel teurer? 40 und nochmal 90, die wird 130 Punkte mal eben teurer.
Und Eldar ist nach wie vor so eine starke Fraktion. Ja. Es ist so schade, dass dieses eine Konzept einfach alles andere so überschattet hat. Ja. Viele Leute dippen jetzt zuletzt schon in die Drukhari, Inari und Harlequin-Richtung so und probieren sich da aus. Das werden wir jetzt mehr sehen. Eldar sind nicht tot. Also das ist bei weitem nicht genug, um Eldar irgendwo auch nur an das untere Drittel zu schicken. Ich würde sie sagen, sind immer noch eine Top-Drittel-Armee. Auf jeden Fall. Also irgendwo A-Tier, B-Tier auf jeden Fall noch mit dabei. Und wie gesagt, es gibt jetzt endlich andere Konzepte, die funktionieren. Ja. Also die haben ja bisher auch schon funktioniert, aber das andere war halt einfach besser. Ja. Finde ich ganz toll. Da hat man sich dann so selber irgendwie selber so langsamer gemacht, irgendwie dadurch, dass man dann was anderes gespielt hat. Aber ja, schon mal cool. Finde ich gut. Bin gespannt, wo sich das dann am Ende einpendelt. Mhm. So, ob es dann noch quasi immer so noch so in den Top 3 bleibt oder ob es vielleicht irgendwo so quasi eher... Ich glaube, denen geht's jetzt wie allen anderen. Du brauchst halt am Ende auch noch so dieses Fünkchen Paarungsglück und kannst nicht so einfach über manche Armeen einfach drüber rutschen. Ja. Finde ich gut. Agents of the Imperium tut sich nichts. Die Assassinen bleiben alle gleich. Mhm. Astra Militarum. Manticore wird teurer. Ich glaube, das ist auch einfach nochmal so ein bisschen so, da haben die nochmal geguckt, so starke Indirekt-Sachen, machen wir nochmal ein paar Punkte drauf. Ja. Ansonsten keine Änderungen, das heißt, diese Bulgrin Manticore-Listen wird man immer noch sehen und irgendwo wird jetzt wahrscheinlich ein Bulgrin zu Hause bleiben, aber wird sich nicht großartig auswirken, glaube ich, auf die Liste. Ja. Dann haben wir Black Templar, die Crusader Squads. Da wird ein, wie viel werden die teurer? Du kennst dich doch aus. Was soll ich nachgucken? Ja, die waren bei 65 Punkten. Also 10 Punkte mehr. 10 Punkte, also 2 Punkte pro Modell. Ja. Das tötet den Trupp nicht. Ich würde sagen, das sind absolut reasonable Änderungen, weil die waren kriminell günstig. Die waren einfach zu günstig vorher. Irgendwie. Selbst 75 Punkte finde ich jetzt immer noch gut für einen Trupp mit einem Melter, Multimelter und Fusion Pistol, Hammer auf dem Sergeant. Absolut gerechtfertigt. Grimaldus teurer verstehe ich gar nicht, weil der war in kaum Listen. Der hat auch keiner gespielt, oder? Ja, genau. Und jetzt noch weniger Grund, den zu nehmen. Helbrecht teurer kann ich gut verstehen. Der war auch sehr, sehr günstig. Allerdings ist mir der zu viel teurer geworden. Ja. Der war bei 90. 95. 95 war der vorher, ja. 25 Punkte ist schon, das ist ein bisschen viel, finde ich. Ja. Aber ich kann es verstehen, dass er teurer wird, ja. Also weil der war so ein Autopick auch, ne? Der war so direkt. Wenn so, du eine Nahkampfarmee gespielt hast, ja. Vor allem, ich habe ja gerne die Kombi mit den Assault Intercessors gespielt und dann war das so 175 Punkte, geile Unit, hat gut gebrawlt. Volle Wound Rerolls, wenn du auf dem Marker stehst und so, das war ganz nice. Blood Angels, leider keine Änderung. Ja. Aber ich freue mich auf den Tag, wo Blood Angels wieder geil werden. So. Ich habe leider so schlecht sind die nicht. Ja? Ja, du kannst Blood Angels in Gladius gut spielen. Aber halt auch mit einfach so Death 20 Sanguinary Guard. Nein, nur Death Company mit Jump Picks, Lematis. Dann freue ich mich auf Blood Angels, brauchst du nicht. Dann freue ich mich auf den Tag, wo Sanguinary Guard wieder geil wird. Und weil ich habe leider genau diese Zeit verpasst, wo man Sanguinary Guard spielen konnte, weil ich hatte noch überlegt, so baue ich mir das jetzt oder nicht. Dann habe ich aber gesagt, nee, mache ich nicht, weil irgendwie, das war, glaube ich, auch so ein bisschen so eher zum Ende der Edition oder so. Ja. Weiß nicht. Also es war gerade auch ein bisschen sarkastisch gemeint. Chaos-Dämonen. Wäre natürlich schön, wenn die was bekommen würden. Es wird sehr viel günstiger. Wow, also einige Units. Ich glaube, das werden auch immer... Guck mal erst die Sachen, die teurer werden. Ja. Blue Stripes und Nurglings. Gerade auch mal 5 Punkte die Nurglings, weil niemand spielt mehr als ein Dreier-Trupp. Und Blue Stripes 10 Punkte hoch. Also... Ich finde Nöglings gut, weil ich glaube, dass das, also es macht so quasi den zweiten Trupp Nöglings manchmal ein bisschen mehr awkward mit einer Liste zu nehmen, weil man dann vielleicht genau die Punkte halt nicht mehr übrig hat, weil man oft irgendwie ja noch so für einmal Nöglings frei hatte. Mal gucken, ob sich das so am List also das ändert. Klingt für mich gut. Ich hätte den Changeling gerne noch teurer gesehen. Ich finde den zu gut für das, was er tut. Na, wobei, man muss ja jetzt bedenken, dass man jetzt noch die Pink Horror Tags hat, so, ne? Das stimmt, Das heißt, ich glaube, wenn der auch noch teurer geworden wäre, dann wäre es ein bisschen too much. Pink Horrors sind auch nicht billiger geworden. Das heißt, hast du recht. Aber kannst du die Brimstone Horror und die anderen Horrors, kannst du die auch nehmen? Nee, das gibt es ja nicht mehr.
Weil die, also die Brimstone kann man auf jeden Fall nicht. Aber Blue Horrors, ne? Blues kann man einzeln nehmen noch. Bisschen billiger, lohnt sich. Aber auch 125 Punkte für die ist irgendwie so viel Text, das stimmt. Ja, stimmt. In Verbindung mit der anderen Regel bin ich bei dir, dann ist okay. Weil wir haben Bloodcrusher, ich glaube, wir können nicht durch alles durchgehen. Aber Bloodcrusher werden Instiger, Bloodletters, Bloodmaster, Changecaster, Contorted Epitome, Demonets, Epidemios, Exalted Flamer, Fiends, Flamer, The Great Unclean One, 230 Punkte. Hot Take, 230 Punkte, es klingt für mich relativ günstig. Ist das die Rückkehr der Kartoffelkönigin? Genie, hol die Kartoffeln raus. Oh, das könnte man falsch verstehen. Ich meine, hol den Great Unclean wieder raus. Ich meine, warte, da will ich aber mal kurz recherchieren. Recherchieren Sie mal. Toughness 12, 20 Lebenspunkte, 4er Invol. Für ein 230-Punkte-Modell finde ich das nicht schlecht. Was hat der vorher gekostet? Lass mal mich mal schauen. Ich lass dich schauen. 250. Ja. Ja, 20 Punkte weniger. Finde ich interessant. Aber der hat keinen Fino Pain, ne? Und keinen irgendwie Damage Reduction. Naja. Da müssen Soul Grinder auch günstiger werden. Tun sie sogar. Ja. Inferno Enrapturous wird günstiger. Kairos wird auch günstiger, obwohl man den schon in vielen Listen gesehen hat. Das finde ich interessant. Karanak wird billiger. Keep of Secrets auch billiger. Blackbearer, Poxbringer, Rottigus auch billiger. Mhm. Screamer werden billiger. Seeker Chariots, Seekers werden billiger. Skarbrand, Skullmaster, Skulltaker, Soulgrinder, Spoilpox Scrivener, das ist auch wieder so ein Name für der ja eigentlich. Ne? Ja. So ein Subi-Bibi-Subi-Dodo. Und die Maske. Ich glaube, die Bipiper müsste auch mal der fragen, was die, ob die da einen coolen Namen für haben. Vieles wird billiger. Ich glaube, einige der Standard, in Anführungsstrichen, Dämonenlisten freuen sich da sehr drüber. Wir haben jetzt nicht alle Punkte davon auf dem Schirm und wissen nicht, ob das am Ende dann vielleicht 50 Punkte sind, weil du 10 Units hast, die alle 5 Punkte billiger geworden sind, oder ob das wirklich substanziell ist. Also es können ja sein, dass 2, 3 Units vielleicht 200 Punkte oder so frei werden in den Listen teilweise. Ja. Ich meine, man hat Dämonen ja auch überhaupt nicht mehr gesehen. Also ja, gar nicht mehr. Das auf jeden Fall. Von daher, das liest sich auch wieder so sehr gesund. Ich hoffe, dass da jetzt nichts dabei ist, was ihr auf den ersten Blick jetzt nicht so erkennen, was total broken ist. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass die großen Dämonen trotzdem noch dominieren. Mhm. Also ich glaube nicht, dass das jetzt plötzlich, wir sehen ja auch, Horrors sind nicht billiger geworden. Ja. Dass die wie heißt es denn? Battleline-Units, dass die plötzlich gespammt werden oder so. Nee, man wird immer noch aber die 4, 5 großen Dämonen sehen. Also, ich finde, das ist auch so, wenn ich an Dämonen denke, finde ich es auch cool, dass einfach so ein paar große und halt ein bisschen was von dem anderen Kram dazu, so völlig fein. Ja, Belakor bleibt, wie er ist. Das finde ich auch gut. Ja. Der ist nämlich im Prinzip schon Auto-Include fast. Ja. Und er wird nicht mehr dadurch. Und das finde ich, ist vernünftig. Also, sieht gut aus. Dann mit Chaos Knights, da sehe ich auch ganz viele Pfeiler nach unten. Mhm. Muss ich auch jetzt einen sagen. Einen ganz wichtigen nach oben. Jo, das stimmt. Da haben wir jetzt auch nicht alle Punkte auf dem Schirm, außer bei den Brigands, denn die werden 10 Punkte teurer. Ja. Ist, glaube ich, gut, weil die halt so, also die sind einfach zu gut. Die sind so, Und für 170 sind die immer noch kriminell gut. Ja. 10 Punkte mehr wäre auch fein. Ja. Auch für 180 würde man die noch mitnehmen. Ja. Aber ich glaube, dass die 10 Punkte mehr werden es schwieriger machen, die einfach automatisch bei anderen Chaos-Armeen so direkt als ersten Pick halt reinzuholen. Also einfach 3 Stück. Ich glaube so, dass man 2 dann immer noch cool reinnehmen kann. Aber das ist wirklich die Frage, nimmt man jetzt den dritten noch rein? Weil dann sind es halt auch schon echt viele Punkte dafür. Und bei Knights ist es ja, also Chaos Knights ist ja auch so, dass ganz schnell so ein Threshold erreicht wird. Ja. So spiele ich jetzt 12 von denen War Dogs oder spiele ich 13 oder spiele ich 14? Ja. Das war jetzt schon immer so die Frage. Auch in Verbindung damit, dass du die Dämonen nicht mehr ganz so leicht reinkriegst, dass die punktuell auch noch mal ein bisschen teurer geworden sind, die, die man gesehen hat. Also Blue Scribes hat man ab und zu mal gesehen, man hat Nurglings auf jeden Fall gesehen, den Changeling natürlich. Könnte sein, dass dadurch quasi eine kritische Masse erreicht wird, dass man jetzt vielleicht doch dann das ein oder andere Modell mal austauscht und nicht den Brigand mitnimmt und nicht einfach jede Liste anfängt mit 6 mal Brigand.
wie es aktuell einfach ist. Jede Chaos Knight Liste bringt 6 Brigands. Also, und das sind jetzt halt 60 absurd. Punkte mehr. Mhm. Das könnte halt den Unterschied daran machen, ob man dann halt einen Wardog mehr oder weniger spielen kann. Mhm. So am Ende. Deswegen ist das auf jeden Fall schon mal cool. Finde ich. Dann sehen wir auf jeden Fall, gut. Die großen Knights werden alle günstiger, bis auf der Rampager. Ist cool, einfach, weil ich finde eh, dass halt so dieser Wardog-Spam, das ist ja nicht die Idee von der Faction so, sondern eigentlich wäre es ja geil, wenn die Armee einfach so bestehen würde aus 2 bis 3 große und den Rest mit kleinen auffüllen. Ja, das so, ist, ne? Das ist geil. Ja. So 2 große, 6 kleine, so sowas in die Richtung. Das ist ja, das ist irgendwie ein cooles Ding, dass man nicht einfach sagt, na, ich spiele jetzt halt irgendwie 13, 14 Wardogs. Das ist halt wieder so ein Skew-Bild, was finde ich ja eigentlich jetzt auch nicht so riesen Spaß macht, dagegen zu spielen. Nee, weil auch mit OC8 auf allem und so. Das ist immer entweder hast du den Damage und machst die einfach kaputt, oder du hast den nicht und Also so liest sich gut. Ja. Positive Welt. Oh, und da sind wir direkt bei der nächsten herrlich. Spicy Faction bei Chaos Space Marines. Ganz viele rote Pfeile bei Chaos Space Marines. Ich glaube nicht einen grünen auf den ersten Blick. Doch. Der Lord of Skulls rum. Oh, der Lord of Skulls. Ah. Endlich. Also, 3x Corn Lord of Skulls ab sofort. Wie viel wird der denn billiger? Kannst du mal nachschauen. Ich glaube, der Lord of Skulls, der hat ja in dieser Edition schon eine wilde Reise hinter sich. Ne? Weil der war ja am Anfang günstiger und dann wurde der teurer. Und ich glaube, jetzt geht er von 480 wieder runter auf 450. Man hat den ja bei World Eater tatsächlich ab und zu auch mal gesehen. Ja. Da war der ja richtig gut. Hier bei CSM habe ich den ehrlicherweise noch nie gesehen in der 10. Edition. Erscheint mir jetzt nicht Dealbreaking, dass der 30 Punkte runtergeht. Ja. Aber ein Dealbreaker sind die Cursed Cultists. Oh ja, weil die werden, was haben die vorher gekostet? 90, 190, glaube ich, der 10er Trupp. Ja. Das heißt, die werden mal eben 30 Punkte teurer. Fast 2 Punkte pro Modell. Boah, das ist schon einiges. Vor allem diese Manichima-Liste wird allein über die Cursed Cultists mal ebenso 90 Punkte teurer. Ja. Aber dabei bleibt es ja nicht. Der Chaos Lord wird nämlich auch teurer. Die Chosen werden auch teurer. Forge Fiend wird auch teurer. Obis werden sogar auch teurer, obwohl man die kaum noch gesehen hat. Das finde ich frech. Und die Warp Talents werden teurer. Das finde ich auch wiederum gut, weil die waren auch wieder kriminell günstig. Die werden 2 Punkte pro Modell teurer. Die waren so der nächste Contender auf der Liste. Ja. Sind die nicht sogar... und die Dark Commune wird sogar auch 10 Punkte teurer. Sind die Warp Talents nicht sogar... Haben die nicht am Anfang 130 gekostet? Ja, die sind von 130 auf 100 auf 110. Jetzt würde ich sagen, also teurer könnten sie sogar auch noch werden. Und ich würde sie trotzdem, glaube ich, ab und zu mal sehen. Weil wenn du so diesen Use Case noch hast, aber 110 ist fein. Also 110 würde ich sagen, ist absolut in Ordnung für diese Unit. Die anderen Sachen, ja, was soll man sagen, ne? Ich finde es auf jeden Fall krass, weil... Die Builds sind tot. Die aktuelle Chaos-Liste oder so, dieser Archetype, der ist halt komplett tot. Weil die Cursed Cultists wirklich 20 Punkte teurer. 20. Das heißt, mit der Kommune zusammen wird der Top 30 Punkte teurer. Chaos Lords sowie Chosen sind jeweils 20 Punkte teurer. Also nicht auf mich hören. Ich habe eben gesagt, 30 Punkte wird die Kommune teurer. Die wird natürlich 20 Punkte noch teurer. Ja, Entschuldigung. Aber im Prinzip hast du ja recht, weil mit der Dark Community zusammen wird die Unit insgesamt 30 Punkte teurer. Also alles richtig gemacht. aber das heißt, die wird 30 Punkte teurer. Jede Chosen-Einheit wird 40 Punkte teurer. Weil 20. Ja, also Chosen, also mit, 20 mit Lord dann, und Lord 20. Aber ohne Lord spielst du ja auch nicht die Chosen. Plus keine vollen Hit-Rerolls mehr durch das Stratagem. Und bei der Kommune ja auch quasi einmal reviven weniger pro Battle-Round. Das ist ja auch noch alles. Also das wirkt auf mich wie eine Überkorrektur. Ja. Das ist so, fuck you in particular, das ist zusammen mit den Regeländerungen ist das hier zu viel. Ja. Also das wird man jetzt einfach gar nicht, das ist totgenervt, das wird man gar nicht mehr sehen. Man wird gar nicht mehr Chosen mit Chaos Lord im Rhino sehen, weil du brauchst jetzt ein anderes Rhino, was du nicht mehr so gut beschützen kannst und zahlst einfach 40 Punkte mehr. Hast keine Hit-Rerolls mehr. Hast dabei auch noch keine Hit-Rerolls. Boah, also das ist harter Tobak. Auch also du hast immer noch 1er Hit-Rerolls wegen angewartet, aber halt nicht mehr die vollen. Und aber die gehen ja, da geht ja trotzdem halt Output bei. Ich glaube, Chaos Space Marines sind insgesamt bei weitem tot. Ja. Also, das ist ganz weit davon weg zu sagen, Chaos Space Marines können nichts mehr. Aber diese Builds, die wir gesehen haben, die auch viel zu effizient waren, die sind komplett weg. Also die Frage da sehe ich halt keine jetzt, Chance mehr. Wo gehst du jetzt hin, ne? Weil Abaddon mit Fahrzeugen. Das ist für mich ganz klar. Abaddon gibt dir nach wie vor die Rerolls. Der ist nicht teurer geworden. Land Raider sind gut. Forge Fiends
könnten nach wie vor bleiben, aber ich glaube, da wird man jetzt weggehen und zu, gerade auch mit dem Custodes-Buff, wo sie jetzt quasi einen Konter bekommen haben, ja, in den sie einfach nicht mehr so gut spielen, könnte ich mir vorstellen, dass wir auf, wie heißen sie? Vindicator? Vindicator gehen. Ja. Ich hab ihn gesucht, aber nicht gefunden. Ja, der hat wahrscheinlich... Achso, der ist Chaos-Vindicator, deswegen. Ja, das ist wieder das, der Anfangsbuchstabe. Genau, also ich glaube, man wird... Hellbrood mit Venomcrawlern, die wir jetzt zuletzt auch noch in Listen gepackt haben. Das ist nach wie vor richtig, richtig stark. Also weg vom Nahkampf hin zu Beschuss, minus Forge Fiends halt. Da hat sich im Prinzip ja gar nichts geändert. Ich kann genauso gut Abaddon spielen, in einem Land Raider oder nicht in einem Land Raider, ist egal. Eine Hellbrood. Ich kann statt Forge Fiends jetzt einfach Vindicator einpacken für 10 Punkte mehr dann als der alte Fortune. Ich kann immer noch die Venomcrawler einpacken. Es ist immer noch alles richtig gut. Ich find's echt schade, dass Obliterator teurer geworden sind. Mm, die waren schon in einem schwierigen Spot, so nehme ich sie noch mit oder nicht. Die hat man ja sowieso nicht mehr so wirklich mitgenommen. Also viele haben ja irgendwie noch mal so Zweier-Trupps gespielt. Davon war ich persönlich gar kein Fan, weil die Zweier-Trupps bei mir irgendwie immer nur reingewurft haben. Ja. Und jetzt so ein Vierer-Trupp Obliterator ist einfach jetzt zu teuer. Also mich würde interessieren am Ende, wie viel teurer jetzt so eine Manichima-Liste zum Beispiel geworden ist. Ja, das kann am ich dir, Ende das des kann Tages. Ja, wie viel, da waren da dreimal Chosen drin? Da waren dreimal Chosen drin. Das heißt 120 Punkte. Ja. Dreimal Kommune Accursed Cultists. Ja. Die 30 210. Punkte, also 90, also schon mal 210. Und ich glaube, zwei Forge Fiends sind da nur drin. Also nochmal 40, also 250 Punkte teurer. Das ist ordentlich. Ja. Das und, ist, und die Regeländerungen halt dabei. Das ist ja, das ist eine Dark Community mit Accursed Cult. Oh, guck mal, das Eye of Tsiench ist hier. Oh, das ist auch teurer geworden. Das ist 10 Punkte teurer geworden. Ah. Das heißt, der Warpsmith mit CP Generation kostet jetzt 110 statt 100. Ja. Ja. Das ist unnötig. Warum nicht? Also, das ist auch immer so nachtreten einfach. Ja, dass man direkt so sagt, nee, den wollt ihr auch nicht spielen. Also, wie gesagt, Chaos alles andere als tot. Chaos lebt, Chaos ist. Gut spielbar nach wie vor, aber ganz andere Listen, als wir das jetzt. Aber du könntest beim Nahkampf, könnte ich mir vorstellen, dass man da vielleicht auch wieder ein bisschen bei den Possessed reinsteigt. Possessed. Also so ein 10er-Trupp Possessed sieht jetzt irgendwie juicy aus. Finde ich sehr interessant. Ja. Der Bonsai Bob hat das letztens Jahr gespielt in Münster. Hat mir bisher auch schon immer sehr gut gefallen. Auch da so ein bisschen das Elder-Treatment, wo ich sage, eigentlich gut, dass diese Braindead 0815-Builds, dass die komplett tot gemacht wurden, sodass man in andere Sachen jetzt reindippen muss. Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass das immer noch extrem stark ist. Ich glaube, dass man immer noch im A-Tier sind. Exploding Fives halt so schwer kontrollieren kann. Das ist halt so. Deswegen Abaddon auf jeden Fall. In zum Beispiel der Land Raider mit den Laserkanonenschuss auf Exploding Fives, der hat sich halt auch nicht geändert. So, der ist ja immer noch am Start. Nur, dass er Nurgle nur noch auf 18 Zoll macht. Ja. Ich würde voll gerne wieder Abaddon mit Thermis spielen. Das kannst du genauso gut wie vorher. Ja. In einem Meta, was aber... Genauso schlecht wie vorher. Ja. Aber mal gucken. Ja. Wenn Abaddon und Thermis wieder da ist, dann habe ich auch wieder Bock auf Chaos Pistons. Dark Angels. Dann haben wir Dark Angels. Auch ja frisch erst, also können quasi wir einfach drüber gehen. Jetzt am Samstag erst. Völlig uninteressant. Da kriegt ihr in den nächsten Tagen einen neuen Codex. Und da steht. Aber sind das drin. Jetzt... Nee, ja, das müssten doch schon hier, die... Hier steht noch ein Deathwing Command Squad drin. Ah, weil wahrscheinlich, weil der Codex ist ja Samstag. Da stehen auch noch 10 Modelle Deathwing Knights drin. Ja, okay. Weil der Codex, das ist aber weird, weil das noch, also wahrscheinlich haben sie es dann quasi, ist das irgendwie ein Oversight? Weil der Codex ist ja am Samstag rausgekommen mit der Box. Oder kommt der erst nächste Woche? Der kommt ja noch. Nee, der kommt erst nächste Woche. Ja, ja. Weil der hat ja 14 Tage Pre-Order. Also, können wir ihn ignorieren. Ja. Da wird, ich war da nur wird verwirrt, ja wahrscheinlich. Weil wir haben die Box ja schon da. Deswegen war ich so, hey, der Codex ist doch schon da. Moment. Ja. Nee, da wird wahrscheinlich ein mit dem Code im Codex wird man dann eigenes Monitorum Field Manual dann kriegen. Deathguard. Verhext. Florian. Ah, ich darf nichts mehr sagen. ich habe Florian ja schon gesagt. Ne? Plague Marines werden teurer, Plague Burst Crawler wird teurer. Du guckst, wie viel teurer. Ja. Ich sage in der Zeit, dass Death Shroud Terminators, die Fitted Bloat Drone, der Lord of Virulence und Typhus billiger werden. Also die Liam-Liste
ist damit sehr viel schwächer geworden, auch nochmal durch die plus 30 Punkte bei den Chaos Knights. Ganz kurz mal, da sehe ich was mich, das macht mich richtig sauer als World Healer Spieler, ne? Plague Marines 5, 7 oder 10 Modelle. Wo ist mein Korn Berserker 5, 8 oder 10 Modelle? Das ist eine Frechheit. Das ist eine absolute Frechheit. Die werden auf jeden Fall 20 Punkte teurer für einen 10er-Trupp. 2 Punkte pro Modell. Die waren sehr, sehr effizient. Sehr gute Unit. Das Grenade Stratagem jetzt nur einmal, das ist noch ein Regelnerf. Ja. Muss ich sagen, finde ich nicht ungesund, was ich da lese. Weil Black Marines ein bisschen teurer. Du wirst jetzt so eine, diese Liam-Liste, wie viel wird denn der Blackburst Crawler teurer? Ich glaube, von 165 geht er hoch, oder? Schau ich auch mal schneller. Ja. 165, ja, 15 Punkte. Das heißt, also 45 Punkte. Plus 30 für die Brigands, sind wir bei 75. Ja. Plus 20 pro 10 Black Marines. Da hattest du so 30 drin, ungefähr. 30 drin. 10, 10, 5, 5 hattest du meistens. Das heißt nochmal 60 Punkte. Ja. Das heißt, wir sind bei 105 plus die Brigands. Also diese eine spezielle Liste wird teurer. Man kann einfach einen Brigand wahrscheinlich wegfallen lassen. Und hat dieselbe Liste wie vorher. Finde ich jetzt nicht so schlimm. Das ist auch, also das finde ich gut, weil man hat dann nicht mehr diese einfach Auto-3-Brigands drin, sondern... Und dafür kann man ja jetzt auch wieder in andere Sachen reindippen. Das gefällt mir dabei so, dass sie nicht einfach nur gesagt haben, wir machen das da jetzt teurer, sondern bieten auch eine Alternative hier mit den Deathshroud-Terminatoren, mit den zwei Charakteren, die man anschließen kann, mit der Bloat-Drone. Finde ich gut. Da bin ich auch mal gespannt, ob man dann vielleicht mal wieder mehr Thermis irgendwie sieht, weil ich finde, die Deathshroud eigentlich so sind coole Modelle und... Also wir sind ja auch erst bei D... Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass diese Punktänderungen, die wir jetzt bisher gesehen haben, halt dafür sorgen werden, dass ihr mehr Diversität zu sehen. Wir sind bei D, aber noch lange nicht im D-Tier. Nee. Doch, sind wir wohl. Mein Deathwatch. Da ändert sich gar nichts. Gar nichts. Drukhari. Ah, endlich wird der Void Raven Bomber teurer. Das habe ich mir die ganze Zeit gewünscht. Da haben alle drauf gewartet, endlich ist der angepasst. Ja, aber der Rest wird durch die Bank billiger. Ich glaube, da gehen wir auch gar nicht so viel drauf ein, ne, weil... Wir können es ja einmal ganz schnell sagen. Khazar, Grotesken, Hellions, Incubi, Raider, Reaver, Succubus, Talos und Venoms werden billiger. Ich glaube, Venoms auch billiger. Ich habe schon das Detachment reingeschwingst. Ich noch nicht. Ich glaube, da können wir uns schon mal wieder auf Venom-Spam einstellen. Raider auch billiger, ne? Raider 80 Punkte, das ist ja auch crazy, oder? Das sind ja nur 10 Punkte mehr als ein Venom. Ja. Raider ist der ja Dings, ne? Das ist der große Transporter. Ja. Ja, verrückt. Vielleicht sieht man jetzt auch wieder einen Tantalus. Der Conny, ich glaube, der hat eine richtig feuchte Hose, wenn er das liest, dass Drukhari wieder gut sind, weil der hat auch einen Tantalus zu Hause. Ah. Hat er schon gegen mich gespielt. Ein oder drei? Wahrscheinlich drei. So wie ich ihn kenne, drei. Nein, aber ich habe bisher nur einen von ihm gesehen. Also, Drukhari müssen wir dann gleich ins Detachment gucken. Ja. Aber da würde ich sagen, also D-Tier sind wir da nicht mehr. Ja, da musste sich auch was tun. Also, ja, auf jeden Fall. Einfach, die waren einfach ja einfach scheiße. Nicht gut. Dann schauen wir mal in Genestealer-Kults. Da hat sich, glaube ich, nichts geändert. Ah, doch. Pure Strain Genestealer werden günstiger. Ja. Wird die Faction leider nicht retten. Nö, muss man, die sind immer noch am Arsch. Ja. Das ist ja so skurril. Die haben immer noch eine krasse Winrate, um die 50%, sogar 51, 52 Prozent. Wir haben letztens nochmal uns hingesetzt und nochmal ein bisschen nachgedacht, was man damit könnte. Wir sehen es nicht. Wir sehen es nicht. Das ist eine klassische 3-2-Armee. Ja. Also mit GSC einen GT nochmal zu gewinnen, wird extrem schwierig. Aber ich finde auch, das Problem dabei ist, dass es halt quasi, also 3-2-Armee klingt ja jetzt erstmal nicht so, das ist voll schlecht, kacke. Aber es ist halt so, du hast halt die Möglichkeit, nicht ein Turnier zu gewinnen. Genau. Und gleichzeitig, was ich noch ein bisschen problematischer daran finde, ist, dass du als so Faction-Experte, weil du musst ja schon der Faction-Experte sein, um dann noch die 3-2 zu machen, dann aber so auf den also Low-to-Mid-Tables abhängst, je nachdem, wann du verlierst. Ja. Und da Leute dann so halt quasi durch die Tricks overpowerst. Und das fühlt sich, glaube ich, nicht gut an. Ja. Also so, das ist einfach, du hast halt diese 6 Leute, die Genestealer-Kult spielen, die das richtig gut können. Und mit einem 3-2 hast du immer noch die 50% Winrate quasi locker reingeholt. Das ist ja 60% Winrate. 3-2 ist 60% Winrate. Ja. Aber darüber hinaus wird halt nichts gehen. Also da brauchst du schon eine Menge Paarungsglück, um da 4-1 oder halt sogar 5-0 aus dem Turnier rauszugehen. Ich glaube, dass Genestealer-Kult, die sind halt wieder in so einem Spot, dass sie so ein bisschen das ungeliebte Kind sind. Und leider keine Liebe kriegen. Ja. Grey Knights, auch ganz schnell. Nur der Libby wird ein bisschen teurer. Ja. Total gut, weil der ist
extrem effizient. Er macht einfach zu viel Work für seine Punkte. Ja. Der wurde ja sogar einfach einzeln gespielt. Ja. Als Throwaway-Piece. Weil er ja vor allem auch seine Mortals schmeißen konnte und Action und Behind machen konnte. Ja. Das hatte ich jetzt beim Teamturnier nämlich auch erfahren müssen. Der macht einfach 7 Punkte Secondary und macht noch Mortals dazu und das ist einfach zu gut. Finde ich gut, dass er teurer wird. Wir sehen gleichzeitig, dass die verbesserten Nemesis Dreadknights und der Grandmaster, dass die nicht teurer werden, ja, sondern einfach nur besser werden, spricht für mich auch eindeutig wieder für mehr Diversität bei Grey Knight-Listen, was ich sehr, auch, sehr gut finde. Ich glaube auch, dass das die richtig wieder reinholt. Mhm. Also vor allem, weil sie halt ja, einfach plötzlich was gegen Rüstung machen. Ja. Gegen Dreier-Rüstung nicht mehr abprallen, sondern gegen Dreier-Rüstung halt einfach auch mal Schaden anrichten. Und was für Grey Knights vielleicht auch nicht uninteressant ist, wir sind wieder bei Knights, bei Imperial Knights. Mhm. Vielleicht wäre ja auch in sich in Sachen Alliieren von in dem Fall Imperial Knights sogar was möglich, weil Knights werden durch die Bank günstiger. Und zwar sehr viel günstiger teilweise. Also was wird denn nicht billiger? Armiger Warglaive, Gallant und die Forge World. Der Cerastus Knight Atropos. Alles andere wird billiger. Alles andere wird günstiger. Also da bin ich echt gespannt, in welchen Spot das Knights packt. Ich muss da mal Listen klicken, weil ich finde, bei Knights ist auch wieder so ein Ding, da kann man jetzt auf den ersten Blick nicht so richtig sehen, was die Punkte ändern. Mhm. Weil es wieder so die Frage ist, was kriegt man da noch in die Liste rein. Aber ich finde, das ist schon mal ein schöner Trend. Knights haben den kleinen Buff durchs Detachment. Sehr viele Punkte weniger und da bin ich total gespannt. Also hier Havrin 10 Punkte weniger. Der Kastellan wird 75 Punkte günstiger. Canis Rex 25 Punkte. Ja. Ich glaube, das katapultiert Knights in einen ganz awkwarden Spot, wo sie komplett broken sein könnten, wenn das Gelände des Turniers, ja, Hamburg, das zulässt, dass sie halt ihr Towering gut ausspielen können. Ja. Da bin ich gespannt, wie sich das, ich habe die noch nicht gespielt, bei den Karlsruhe-Layouts dann darstellt und ob die quasi auch groß genug sind, um über die Ruinen gucken zu können und sowas. Das ist ganz, ganz viel geländeabhängig. Also ich werde ja jetzt Knights am Wochenende spielen. Mhm. Witzigerweise, bevor wir wussten, dass das Balancer das halt kommt, hat der Florian mich in Knights überredet. Weil, ist ja richtig reingetorkt. Ich war irgendwie so, wir haben da ganz lange uns die Layouts angeguckt von dem Turnier in Hamburg und waren so, boah, irgendwie mit World Eaters sieht's da nicht so gut aus. Also so, das war so ein, für mich so die Entscheidung, kann ich da einen First-Turn-Charge machen und den Gegner überrennen oder nicht? Mhm. Und sonst war da nicht so viel irgendwie zu holen. Außer in den letzten beiden Missionen tatsächlich. Aber da muss man ja dann auch erstmal hinkommen. Und deswegen haben wir jetzt ganz spontan irgendwie mal gesagt, ich spiele jetzt einfach mal Knights. Es wird jetzt wahrscheinlich kein Turniersieg. Aber muss ja auch nur noch zwei Modelle bemalen jetzt. Ne? Genau. zwei Modelle, die sehr große. Aber ich habe witzigerweise vorhin im Auto noch gesagt, es ist voll witzig, dass man so sagt, ich muss nur noch einen Imperial Knight bemalen und sich dann lieber dafür entscheidet, quasi eins der größten Modelle im Spiel zu bemalen, statt irgendwas anderes, weil ich hab's dann mal so runtergebrochen und ich war so dabei, wenn ich jetzt 10 Jackals bemalen will, noch schnell für ein Turnier, also und die quasi auf so auf dem Standard, auf dem ich sie eigentlich haben wollen würde, dann würde ich länger brauchen für die 10 Jackals als für einen Knight. Ja. Das ist total absurd. Also Knights ist einfach die schnellste Armee, also die Armee, die man am schnellsten, vielleicht nach Necrons, irgendwie, die man anmalen kann. Das stimmt. Und ich bin excited, weil ich mag meine Knights. Mhm. Die sind sehr schön bemalt, finde ich. Und ich hätte Bock, die mal wieder auszupacken und mal mehr auszupacken. Ich glaube, das wird man auch sehr vermehrt sehen jetzt. Wie gesagt, sehr geländeabhängig allerdings. Ja. Leagues of Wotan. Oh, das finde ich toll. Da sehen wir ein paar rote Pfeile. Ja. Und ich glaube, dass das eine sehr gute Investition in die Zukunft ist. Mhm. Denn Thunderkin werden teurer, Hearthguard wird teurer und der Sekitor wird teurer. Ja. Und ich finde, ich habe jetzt... Oder ich gucke das eben nach. Ja, guck ja nochmal nach. Mhm. Weil ich finde, ich habe jetzt selber noch nicht gegen Wotan gespielt, aber dadurch, dass der Flo jetzt mal da reingespielt hat und man mehr davon gehört hat, mal so ein bisschen reingeschaut, weil wir hatten ja in Münster die Situation, dass da auf einmal der Wotan-Favoritenvernichter am Start war. Wie hieß der? Tim, oder? Tim, ja. Tim, ja. Liebe Grüße. Und dann einfach auf einmal da am laufenden Band die Metamähen rausgekickt hat. Hm. Und ich glaube, dass das schon mal eine gute Voraussicht ist, dass Wotan nicht, nicht drüber sind. Und endlich auch eine Armee, die Necrons töten konnte, wird wieder schlechter. Auch, ja.
Also da, bei Necrons muss was passieren. Wir kommen ja gleich zum N. Ja. Hoffentlich werden die teurer. Wenn da nur graue Zahlen sind, dann müssen wir da als Community, glaube ich, eingreifen, weil das ist kein schönes Meta, wenn wir jetzt monatelang nur noch Necrons sehen werden. Das kann ich schon mal prophezeien. Brokkir werden übrigens 10 Punkte teurer pro 3 Modelle. 20 für den großen Trupp. Sagi Tower 15 Punkte teurer. Was das nicht unerheblich ist, weil man spielt auch 6 Stück. Die kritische Masse an Sagi Tower halt sehr viel kleiner. Jetzt überlegt mal, das sind 90 Punkte allein für die Sagi Tower. Einfach mal mehr. Und die Hearthguard wird ganze 20 Punkte teurer. Also 2 Punkte pro Modell. Ja, genau. Ich glaube, 300 Punkte liest sich, finde ich, für so einen 10er Trip Time ist aber auch irgendwie sehr, sehr günstig. Also ich glaube, das ist auch eine... Also vor allem jetzt mit, also diese klassische Liste, sage ich mal, 6 Sagi Tower, 1 Hearthguard, war in der Regel auch einmal im großen Trupp dabei und ein paar Thunderkin. Je nachdem, die hat man noch gesehen oder auch nicht, aber es sind so 100 Punkte teurer. Ja. Plus, minus, bisschen mehr, je nachdem, wie viel Sagi Tower, je nachdem, wie viel Thunderkin. Finde ich sehr reasonable. Sehr gut. Und kommen wir jetzt, da haben wir Snackrons. Oh, es ging schon grau los. Ja, du hast noch nichts gesehen, ne? Ich habe noch nichts gesehen. Ja. Hier, scrollen wir mal ganz langsam. Es ist alles grau, Leute. Es ist alles grau. Und dann da sehe ich schwarz. Gar nichts. Da sehe ich schwarz. Da muss sich was ändern. Also das kann nicht sein. Necrons sind aktuell sehr, 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 sehr gut. Sie haben ganz wenig Armeen, die überhaupt etwas dagegen ausrichten können. Die dafür dann auch extrem gut natürlich. Ich bin gerade voll erstaunt davon, wie viele Auswahl Necron haben. Mhm. Die Range ist schon groß. Da bin ich überhaupt nicht mit einverstanden. Das geht gar nicht. Also man muss halt ganze sagen, Armeen also haben Probleme. Zetan auch zu 275 Punkte ist halt... 255 für den Nightbringer. Ach, der Nightmare ist noch weniger. Ja. Was? Mhm. Ja, okay. Nur der Transcendent ist so teurer. Der ist sogar teurer als der Void Dragon, okay. Das ist ein Problem irgendwie. Das ist ein absolutes Problem. Ja. Also jetzt haben Armeen Probleme, auch nur annähernd Necrons zu töten. Und alle Armeen wurden ja in der Regel eher... Also die Armeen, die Fressfeinde waren von Necrons, die wurden alle schlechter. Die anderen Armeen wurden ein bisschen besser. Das ist nicht in Ordnung. Bei Necrons muss auf jeden Fall was passieren, sonst haben wir ganz, ganz düstere Zeiten. Sonst ist das wieder wie Eldar Anfang der Edition, wo nur. Das ist ja schade, weil wir ja jetzt von 10 Spielen mal. Also wir sind ja in dem Data State bis jetzt irgendwie in einem sehr guten Spot. Der Rest ist mega. Ja. Also der Rest ist absolut super. Also da hat GW top Arbeit geleistet. Weil es fühlt sich so an, als würde alles gerade so zusammengedrückt. Ja. Du wirst ganz, ganz wenige Ausschläge nach oben, ganz, ganz wenige Ausschläge nach unten haben, so wie wir es jetzt bisher hatten oder was wir bisher gelesen haben. Aber Necrons, nee, das geht so nicht. Okay, wir sind bei Orks. Da sehe ich auch ein paar rote Pfeile. Nobs, Screecock Boys und Trucks werden teurer. Mhm. Finde ich gut. Ja, das sind die Stables Orks in den Listen. Orks waren jetzt irgendwie so irgendwo im oberen Mittelfeld, würde ich sagen, so. Aber halt auch, ich finde, es ist einfach generell gut, auch für so diese Mid-Table-Spiele, weil Orks manchmal so einfach so wegstompen. Mhm. Weil dann warnen die irgendwie rein, dann knallen die dich einfach weg. Dass die einfach so ein paar Units weniger haben, in den gängigen Listen. Wollte ich gerade sagen, also auch da wieder, das fördert ja, und das zieht sich ja komplett durch, fördert ja die interne Balance. Also da hat GW wirklich einen guten Job gemacht, den Fokus auf interne Balance zu legen, ohne dabei halt nach außen hin so gegen andere Armeen total verrückte Dinge dann zu tun. Die werden alle teurer, aber ganz viele andere Sachen werden billiger. Ja. Wollen wir durchgehen? Wollen wir nicht durchgehen? Ich gehe einfach mal schnell durch. Der Battle Wagon wird günstiger, der Boomducker Snaz Wagon wird günstiger, das Hunter Rig wird günstiger, das Kill Rig wird wieder günstiger, Custom Booster Blaster, Killer Cans, Megatrack Scrap Jet, Killer Cans, Morkanaut, Rucker Truck, Squig Buggy, Shock Jump, Dragster. Liebe Grüße an Ramses. Ja. Also. Ich hasse Orks. Ich hasse diese ganzen Namen. Mhm. Ich hasse Orks. Ich hasse es gegen Lies sie mal auf Deutsch. Ja. Der Viechfänger. Die Viechfänger. Wie heißt die Karre? Glaube ich.
Die Viehfängerkarre. Ich finde Orks noch nicht witzig, ich muss das erstmal sagen. Ich finde das nicht witzig. Lasst eure Orks zu Hause. Lasst mich in Ruhe mit euren Orks. Ja. Also, ja, ich find's okay, weil die gängigen Listen leicht teurer. Wahrscheinlich nicht super krass teurer, sondern, keine Ahnung, 50 bis 100 Punkte in der Range, wie die Rotan eben. Einfach mal so ein, zwei Units weniger. Klingt so völlig reasonable. Ja. Dann sind wir bei Space Marines. Das ist dein. Das ist meine Fraktion. Das ist deine Faction. Oh. Also wir sehen schon mal hier. Oh, es ist rot und grün dabei. Rot ist schon mal dabei. Bei Aggressors, Centurions und Inceptorn. Redemptor, Whirlwind, Scouts. Ja. Okay. Okay. Gehen wir kurz durch. Ja. Also Aggressors, 10 Punkte für 3 Modelle mehr. Völlig reasonable. Müssen teurer werden, ja, ist der absolut. Also einer der, nicht der Autopick, aber so einer der. Und die sind damit auch nicht tot. Also ja, auf jeden das Fall. Sind 20 die Punkte für den Trupp. So das ist also die nehmen ja immer noch mit dem Typen dabei einen anderen raus oder sowas. Ja, nur kein Zitter. Ja. Centurion Devastator. Ah. Ja, aber wir sind kurz vor Hamburg. Ja. Ich habe 9 Centurions in meiner Liste für Hamburg. die werden 10 Punkte auch wieder pro 3 teurer, also 30 Punkte in meinem Fall. Kann ich verstehen. Ich finde das Datasheet ziemlich gut. Inceptor 20 Punkte teurer. Ja, Inceptor, das ist der eigentliche Killer, 20 Punkte teurer. Weil die waren schon teuer. Ja. Die waren extrem gut, aber die waren halt auch teuer mit 110 Punkten. Besonders halt quasi für die Dreier-Trupps, die ja eher so ein bisschen aus so einer Action-Unit sind und so, ist 130 das Punkte ist schon ein stramm. Großes Investment. Das ist schon stramm. Vor allem in der Kombination mit dem, wo wir gleich noch zu kommen, Redemptor Dreadnought 10 Punkte teurer, finde ich okay, aber auch irgendwie nicht nötig. Woher kommt das? Also der war ja jetzt nicht so. Whirlwind, halte ich fest, 35 Punkte teurer. Boah, so, weil der so günstig vorher. Der geht auf 180. Völlig absurd. Aber das finde ich okay, weil ich hasse indirekte Sachen. Ja, ich auch. Ja. Aber der kostet jetzt so viel wie ein Manticore. Ja. Also, und wenn man sich die mal im Vergleich anguckt, ist es halt. Nee. Also, klar, aber ich verstehe, gut, wo das herkommt. So blöde indirekte Modelle, wenn die so weggenervt werden, dass man die einfach nicht sieht. Ja, das stimmt. Da gehe ich mit, finde ich geil, aber das ist schon ein sehr, sehr harter Nerf. Was aber der härteste Nerf sein wird: Scouts, 10 Punkte teurer. Aber auch völlig verdient. Also, die sind zu gut. Ich hätte 5 Punkte, 10 Punkte absolut im Rahmen gefunden, es sind 10 Punkte geworden. Ärgert mich als Spieler natürlich, aber es ist völlig reasonable. Meine Liste konkret wird jetzt tatsächlich dann 40, 60 und 30, 90, 100. Ja, meine Liste wird mal eben 100 Punkte teurer. Ja, krass. Aber wir können ja noch über die guten Sachen reden. Also in Anführungsstrichen guten Sachen, die billiger werden. Salt und Intercessors gehen ein paar Punkte runter. Ich glaube, 5 Punkte. Kann mal gucken, wenn du magst. Ich glaube, die haben 80 gekostet. Also, das rettet nicht viel, aber ich fand die eh schon cool. Ah, kann ich nicht gucken, weil ich habe ja den Space Marine Codex. Ah ja, dann können wir hier gucken. Also, wie gesagt, so die Größenordnung wird das sein. Intercessor, Inferno Squad, auch ein bisschen billiger. Die hat man alle so gut wie gar nicht gesehen. Das ist cool. Heavy Intercessor Squad wird schon wieder billiger. Und der ist echt ein starker Contender bisher schon gewesen. Ich finde die richtig gut, die Heavy Intercessors. 20 Punkte pro Modell. Oh. Für ein T6. Pro Einheit. Ja, aber 20 Punkte pro Modell kosten die jetzt noch. Das meine ich. Die werden 5 Punkte billiger. Ja. Also ein Punkt pro Modell werden die billiger. Aber das ist ein richtig geiles Paket, was man dafür bekommt. Ich könnte mir vorstellen, dass ihr demnächst Spamlisten davon sehen. So irgendwas mit. Erzähl das nicht dem René, der hat seine nämlich gerade erst verkauft. Der Arme. Ja. Und der hatte hatte da so Bock drauf. Weißt du, wer sich da freut? Der Selim. Der hat nämlich ganz viele von diesen Chunky Boy Gravis-Rüstungen. Ja. Und die zusammen mit dem Iron Father Pharos dann, der gibt den 5er Feel No Pain. Und dann stellst du da, du kannst theoretisch 60 Stück davon stellen, plus Pharos. Hast, keine Ahnung, 1300 Punkte weg. Ach, was. Und hast da einfach 60 T6-Typen mit 3 Lebenspunkten, alle mit dem 5er Feel No Pain rumstehen. Also das halte ich für sehr, sehr stark. Die sind nicht viel billiger geworden, aber das ist genau das Quäntchen, um die spielbar zu machen, glaube ich. 100 Punkte für einen 5er Squad. Ja, das ist krass. Ist nicht schlecht. Das ist richtig krass. Outrider, ein bisschen günstiger. Wie viel? Ich glaube auch 5 Punkte. Okay. Macht die, glaube ich, immer noch nicht spielbar. Nö, gar nicht. Das ist aber, das Outrider,
das ärgert mich so sehr an Outridern generell, da muss ich mal kurz meinen Frust ablassen, weil ich wollte ja eigentlich mal Whitescars machen und hätte voll Bock gehabt, einfach ganz viele Outrider zu spielen, aber die sind einfach komplette Scheiße, dass die halt quasi als so Snapfit-Gussrahmen rausgekommen sind und nie Waffenoptionen gekriegt haben oder so. Ja. Das macht die halt, das hält die runter, wenn die einfach irgendwie Nahkampfwaffen haben könnten. Ja, und auch deren Sonderregel ist ja das, was sie früher immer hatten, nämlich Turbo-Boost, ist lächerlich. Also die können sich nicht gut manövrieren. Die sind immer noch relativ teuer, finde ich, dafür. Nee, gefällt mir nicht, die Unit. Gilliman wird billiger. Robert Geilmann meinst Robert du? Robert Geilmann wird billiger. Ist der jetzt nicht der viel? Ich glaube nur 10 Punkte. Nee, ich glaube, der geht nur 10 Punkte runter. Okay. Ich habe ja auch nicht alle Punkte im Kopf. Ich habe viele Punkte im Kopf, aber nicht alle. Sterngard wird 10 Punkte billiger für 5, also 2 Punkte pro Modell. Finde ich gut, weil die sind auch deutlich schlechter geworden, als sie mal waren. Könnte man jetzt wieder sehen. Also das betrifft alle diese zwei Lebenspunktmodelle. Die sieht man halt alle nicht, weil es immer richtig geile Profile in die gibt. Und Dreier Rüster ist halt einfach wenig wert, außer gegen Reynolds. Ja. Von daher gute Änderung. Ich finde, Space Marines haben ein bisschen auf den Deckel verdient im Verhältnis wie alle anderen auch. Und das passt. Also meine Liste wird ein bisschen teurer, aber ich denke, ich werde das überstehen und alle anderen bestimmt auch. Sehr gut. Ist hier bei den Enhancements noch irgendwas dabei? Nee. Nee. Okay, cool. Finde ich in Ordnung. Also nichts Wildes dabei. Space Wolves, ändert sich nix. Nichts. Tau. Uiuiuiui. Okay. Crisis teurer. Mhm. 20 Punkte für das Dreier-Squad. Ui. Das ist einiges. Mhm. 40 Punkte für den Sechser-Trupp. Und der Commander, den man gespielt hat, der bleibt. Die anderen beiden Commander gehen aber runter. Das ist dann die Frage. Ich glaube aber trotzdem nicht, dass man die anderen Commander sehen wird. Also der Coldstar ist da einfach der ist einfach am besten. Die Unit. Also ich glaube, am Ende des Tages wird die Unit 40 Punkte teurer. Dann nimmst du halt irgendwie einmal Crew-Tunnel weniger mit oder was. Also die Crew-Tunnel kosten 30, aber ich glaube, das macht die Crisis-Bomb nicht. Dann nimmst du jetzt einfach jede Menge Riptides mit, weil die werden ganz 15 Punkte. Ja, das habe ich nämlich auch vorhin schon gesehen. Nochmal 15 Punkte runter. Die haben ja gestartet bei 200 oder so. Das heißt, die sind jetzt schon 35 Punkte runter. Drei Riptides ist jetzt, glaube ich, eine Perspektive, oder? Mhm. Ist es ein Ding, Flo? Sag mir bitte ja. Ich habe nämlich drei. Also, ich sag mal so, deine Liste mit einer Crisis-Bombe und drei Riptides, die wird 5 Punkte billiger. Mhm. Unterm Strich. Das finde ich natürlich geil. Könnte reichen. Also, ja. Das könnte ich mir gut vorstellen. Also, wenn man mal einfach sich nur das Datasheet anguckt von einem Riptide, für 165 Punkte kriegt man da schon einiges, finde ich, für zwei Rüster. Ich habe ja tatsächlich in nach dem letzten Balance Data State, habe ich ja Tau gespielt, 180 weil in Münster da die Bemalpflicht aufgehoben wurde. Ich habe die Tau-Armee jetzt immer noch nicht bemalt, aber deswegen war das Einzige, weil ich die auf dem Turnier gespielt habe. Nimm die doch mal als Monatsziel, vielleicht motiviert dich das. Ja, habe ich ja schon. Ich habe ja schon mal 50. Weiß. Also, ich werde mein nächstes Monatsziel übrigens auch wieder wahrscheinlich nicht schaffen, ne, wegen dem Kessel. Aber mal gucken, vielleicht schaffe ich es ja doch noch. Ja. Aber es wird kritisch. Schauen wir gleich mal, was die roten Zahlen bei World Eaters angeht. Ja, wie motiviert du dann noch bist. Gar nicht mehr. Es wird aber noch was billiger, und zwar die Vespiden werden 10 Punkte billiger. Ja, auch cool. Ja. Dann, weil ich fand, beides hatte ich in der Münsterliste drin, Vespiden und Riptides. Das heißt, meine Münsterliste wird sogar günstiger. Ja. Und man war ja bei den Riptides für 180 Punkte schon so, naja, die machen halt nicht so viel Schaden, aber 180 Punkte dafür ist schon defensiv kein schlechter Deal. Ne? Und jetzt 165 Punkte für so ein 14 Lebenspunkte mit einem 2er Armor Save, mit einem 4er Retter. Das ist gut. Bisschen ballern und so. Ich glaube, das könnte Tau aber auch einen anderen Playstyle ermöglichen. Mhm. Weil jetzt gerade ist es ja so ein bisschen dieses, man kitet den Gegner, schießt mit den Crisis so gezielt Sachen weg, aber dass man jetzt auch mal so ein bisschen Brute Force, Riptide Objective Play machen kann, gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Ich meine, der krankt ein bisschen an der Toughness, die er hat, ne? Ja. Aber das ist auch das Einzige, was den. Aber am Ende sind es dann trotzdem, also der wird nicht mehr so, also der wird nicht mehr so schlecht weggetradet. So, also 165 Punkte verlieren ist jetzt völlig fun. Absolut, also Tau finde ich cool. 1000 Suns, keine Änderung, finde ich auch gut, weil die sind schon in einem guten Spot, wo sie sind. Das wäre einfach too much, wenn die jetzt nochmal. Tyrannien. Viel Rot, viel Grün. Schau du doch mal kurz rein. Ja, also was wird teurer? Genau die Sachen, die man in jeder Liste im Prinzip sieht: Deathleaper, Gargoyles, Neurolektor, Pyrovoren. Die Biovore ist ja schon
relativ teuer. Die Pyro-Bohnen waren absolut kriminell günstig, sind immer noch, finde ich, mit 35 Punkten pro Modell jetzt nicht absolut teuer. Finde ich gute Änderung. Auch da wieder interne Balance wird wahrscheinlich besser, denn es werden andere Sachen dafür günstiger. Der Broodlord wird günstiger, die Genestealer werden günstiger. Die Norns in beiden Varianten, sowohl Assimilator als auch Emissary. Der Screamer-Killer wird endlich günstiger. Der ist ja auch absurd schlecht. Toxicreen, Trigon und Tyrannofex werden günstiger. Das sind genau die Sachen, die man natürlich nicht gesehen hat bisher. Die Exocrine ist immer noch zu günstig. Also Exocrine? Ich hasse ja, dieses Modell. Die sind warum kostet das denn 135 Punkte? Ja. Warum, da könnte ein Riptide auch 135 Punkte kosten, oder? Ich meine, defensiv ist der, ist die Exocrine natürlich etwas schlechter. Ja, dafür offensiv deutlich besser. Mhm. Aber 135 Punkte für eine Exocrine, das ist kriminell günstig. Das werde ich niemals verstehen, warum, das, warum die nur so wenig Punkte kosten. Ja, und auch hier der, wie heißt der andere nochmal? Warte, ich suche ihn eben. Der andere kriminell günstige, Haruspex, 125 Punkte. Boah. Der ist auch richtig. Ich finde also, einfach nur für den Buddy, es ist halt irgendwie so. Ja, 125 Punkte für so ein Modell ist. Also ich glaube auch nicht, dass das jetzt, dass halt diese Punktekosten Tyranniden halt wirklich jetzt so richtig Play geben. Weil im Prinzip spielst. Also die Listen, die gut waren, die werden teurer, ne? Don't get me wrong. Es ist jetzt nur intern quasi mehr Competition entstanden. Ja, ich meine nur quasi, dass, also ich wollte damit nur sagen, dass jetzt die Punktewerte jetzt nicht Tyranniden zu einer S-Tier-Fraktion auch vorher gemacht haben. So. Ja. Aber ich finde es irgendwie ein komischer Playstyle. Mhm. Also ich würde lieber sehen, dass diese ganzen Big Bugs halt so alle so um die 200 Punkte kosten und dafür halt ein bisschen besser sind vielleicht als sie jetzt sind oder so, oder defensiv ein bisschen besser. Mhm. Ich finde es irgendwie komisch, dass man die so spammen kann. Mhm. Und das ist irgendwie ein komisches Spielgefühl. Das stimmt, ja. Eine seltsame Designentscheidung insgesamt. Ja, und auch wieder ganz schnell so ein Thread-Overload dann in einem bestimmten Datasheet, so wie bei den, bei den Chaos Knights eben. Ne? Ist wieder so skurig. So. Ja. Also wenn dann eine Armee nicht mit diesen Buddies dealen kann, dann stellst du da ja für unter 1000 Punkte schon dreimal Exocrine und dreimal Haruspex hin. Mhm. Also insgesamt muss ich aber sagen, ich weiß nicht, ob ich zufrieden mit den Änderungen bin, weil Tyranniden waren wirklich kein Meta-Problem gerade. Ja. Und die vermeintlich guten Listen werden teurer, auch wenn es intern jetzt besser aussieht. Ja. Hilft das Tyranniden gar nicht insgesamt. Deswegen weiß ich nicht, ob das nötig war, hier die wichtigen Einheiten teurer zu machen. Ja, aber. Aber wenn, dann die natürlich. Aber ob insgesamt Tyranniden nicht trotzdem eher einen kleinen Buff als einen kleinen Nerf gebraucht hätten, glaube ich, halt eher. Auch so. So, Enhancements alle gleich. Besonders da es ja auch schon eine Codex-Faction ist, ne? Das heißt, das tendenziell werden die ja nur quasi overshadowed von Sachen, die kommen. Ja. Deswegen. Ah, oh, jetzt sind wir bei World Eaters angekommen. Der Schmerz sitzt tief, ne? Das sieht gar nicht gut aus. Mhm. Oh, also 8-Bound, normale 8-Bound, 10 Punkte teurer. Exalted 8-Bound, 10 Punkte teurer. Khan, 20 Punkte teurer. Mass of Executions, sogar noch, nee, auch 20 Punkte teurer. Der Fortschwind wird dafür günstiger. Was? Aber Fortschwind sind doch total gut. Ja, nicht bei World Eaters. Das ist ja ärgerlich. Aber der Lord of Skulls wird doch billiger. Ja, der Lord of Skulls wird 30 Punkte günstiger. Ja. Ja, ich finde, also das ist mit den anderen Nerfs. Mhm. Oh, aber Favorite of Khan wird 5 Punkte günstiger. Ach, guck mal. Das wird ja auch 5 Punkte schlechter. Ja. Also, oder nee, 10 Punkte sogar. 30 hat das gekostet vorher. Ich glaube, dass das ein bisschen der Sargnagel für World Eaters sein könnte. Weil, also. Ich muss mal zusammenbauen irgendwie und muss es mal spielen. Aber dass halt 8-Bound generell einfach 10 Punkte bei drei Modellen sind dann so, so 3,3 noch was pro Modell oder so. Aber dir wird halt eine Einheit 8-Bound fehlen, so, die wird dir verloren gehen. Weil ich glaube, dass den Master of Executions, den willst du schon immer noch dabei haben. Mhm. Allein für Fight First. Ja. Genau, weil und sonst lohnt es sich halt auch gar nicht, Berserker zu spielen. Also Berserker ohne Charakter sind halt einfach Kacke. Ja. Und du hast nur zwei Charakter, die da rein können. Nur Khan und den Master of Executions. Khan 20 Punkte teurer ist einfach unnötig. Mhm. So, der war vorher, der macht ja nichts anderes, außer halt, der knallt rein und fightet on death. Und
im Prinzip, der hat im Charge 9 Attacken mit AP 2, 3 Damage. Das heißt, der ist quasi anderthalb 8-Bound Champions. Aber, kurze Frage dazu, World Eaters haben jetzt zuletzt sehr, sehr gut performt. Nicht nur du, nicht nur in Deutschland, international auch. World Eaters waren in einem sehr, sehr starken Spot aktuell. Mhm. In Verbindung mit den anderen Nerfs, die wir jetzt bisher gesehen haben, von den Top-Tier-Fraktionen, meinst du nicht, dass das trotzdem so einen kleinen Shift weg von 8-Bound hin zu zum Beispiel Jackals, also, dass das trotzdem noch funktioniert am Ende des Tages im Verhältnis zu den anderen, die ja auch schlechter geworden sind? Ich bin da erstmal pessimistisch, weil ich sehe da so ein paar Probleme im Listbuilding, weil ich finde, dass du jetzt schon gegen manche Factions halt gar keinen Play hattest, so. Also einfach nur mit Glück quasi. So. Du konntest gucken, den First Turn machen, dann gute Charges würfeln, Glück haben, falls der Gegner nicht richtig screent, dann ist es natürlich ein Stomp. Und ich glaube, dass die World Eaters Rin Raid sehr davon getragen wird, dass du halt diesen First Turn, ich charge alles rein, Moment hast und so halt gerade an den niedrigeren Tischen halt die Gegner einfach komplett überrollst. So, wenn du nicht vernünftig screenst, dann verlierst du halt automatisch gegen World Eaters. Aber World Eaters hatten vorher schon große Probleme damit, ein Turnier zu gewinnen. Ich glaube, dass der einzige richtige Turniersieg von Anthony Vanilla bei dem 9-0 kam. Und da hat er ja auch 7-mal angefangen, muss man dazu sagen. Meine ich, weil ich glaube, dass der Archetype bei Goonhammer war, I went first 7 times, da erinnere ich mich noch dran. Ja, ich glaube, dass das die jetzt einfach in einen schlechten Spot packt, weil zum Beispiel mit Necrons können die, glaube ich, nicht mehr gut dealen. Da fehlt jetzt so ein bisschen die kritische Masse an Units. Und was da gleichzeitig das Problem ist, dass du bei World Eaters auch in der 9. schon wenige Möglichkeiten hattest, die zu bauen, weil du halt nicht so viele Units hast. Ja. Kornimon reinholen ist total irrelevant, weil die halt nicht geworden, von der Armee-Regel profitieren und schlimmer geworden. Du willst nicht für 130 am Blatt hat er gekostet, irgendwie vielleicht sowas, jetzt 110. Ja. Aber die willst du nicht haben, weil das ist eine tote Unit für deine Armee. Ja. Die bringt dir nichts. Vorher konnten Dämonen dir mindestens Blood-Health-Punkte geben in der 9., wenn sie sterben. Jetzt ist es halt irgendwie so, dir gibt es keinen Benefit, weil die nicht von deinen Brigands von deiner auch Armee teurer geworden. Brigands waren vorher schon awkward reinzuholen bei World Eaters und irgendwie ein Gewicht, was einen runtergezogen hat. Und jetzt wird dir eine Einheit 8-Bound fehlen. Also die Vanilla-Liste wird ja 10 Punkte, also 20 Punkte, 30 Punkte für die Exalted, 10 für die 40 Punkte und hier nochmal 40 Punkte. Die wird 80 Punkte teurer. Dann fehlt dir einfach eine Unit auf einmal. Weil das Listbuilding nicht so gut funktioniert. Weil das Listbuilding lässt es natürlich nicht zu, irgendwelche Ausrüstung weniger reinzuholen. Aber die Favorite of Corn wird billiger, also 70. Ja, genau, also 70 Punkte teurer. Aber das ist dann zum Beispiel für 70 Punkte, könntest du die Jackals rausnehmen? Willst du aber nicht, weil die Jackals. Also machst du lieber Exalted zu Jackals oder sowas, ne? Genau. Ja. Also, aber wie du sagtest, so diese eine Unit, die Damage macht, die fehlt und stattdessen musst du jetzt irgendwas Billiges mitnehmen. Und in ganz vielen Matchups wird dir jetzt einfach so ein bisschen die kritische Masse an Melee-Units fehlen, weil die Listen waren vorher schon nicht groß. Also du hast halt, gerade wenn man jetzt die Vanilla-List als Beispiel nimmt, du hast Angron, du hast einen 6er-Trupp Exalted und den 10er-Trupp entweder mit Mo oder mit Khan. So, das sind halt die drei Damage-Units. Dann hast du halt noch einmal 8-Bound, einmal Exalted, zwei so kleine Damage-Units und dann ist es ja schon vorbei. So, dann hast du noch den 5er-Trupp, der so ein bisschen mal Objective und vor allem die Regeln werden ja auch noch gleichzeitig schlechter. Ne? Genau. Der Master of Execution ist nicht mehr so der Allround-Killer. Ja. Und auch zum Beispiel sowas Favorite wie Korn, auch. Alles, was minus 1 Damage gibt, ist jetzt auch ein Problem, weil der Master of Execution nicht mehr als Konter da ist. Also das ist so ein riesen Ripple-Effekt, diese kleinen Nerfs, weil zum Beispiel auch sowas wie Thermis mit minus 1 Damage, Deathwing Knights, habe ich auch gegen gespielt, zweimal jetzt. Du hast jetzt keine Einheit mehr, die wirklich reliable kaputt macht, bis auf Angron. Und da ist dann der Vierer Invul, der dann Angron auch mal einfach halt nur zwei Thermis töten lassen kann. Und der Master of Execution macht da halt jetzt gar nichts mehr gegen. Ja. Das heißt,
und die Eight-Man sowieso nicht, weil die alle zwei Damage haben. Also ich kann mir vorstellen, dass World Eater jetzt nicht damit totgenervt sind oder sowas. Nee, auf gar keinen Fall. Die werden jetzt nicht im D-Tier landen. Aber die werden es natürlich ein bisschen schwieriger haben. Für mich ist es jetzt gerade so ein bisschen dann die Frage, so, also da muss ich mir schon ganz gut überlegen, ob ich die wirklich halt mit auf ein Turnier nehmen will, wenn ich die Chance haben will, zu Null zu gehen. Mhm. So, also ich meine, es ist klar, dass es generell man nicht damit rechnen sollte, dass man zu Null geht, weil das unrealistisch ist, dass man da also man viele Faktoren zu sehr viel Glück haben mit den Matchups und auch, dass sein Plan immer aufgeht. Ja. Und deswegen ist aber das, finde ich, so ein bisschen da das Ding, also man hat jetzt viel mehr Outs als World Eater. Ja. Und ich glaube, es ist ein bisschen überkorrigiert. Und was ich schade finde, ist, dass sie genau da nichts anderes günstiger gemacht haben. Weil man zum Beispiel hätte überlegen können, wenn der Dämonenprinz günstiger wird, wäre der eine valide Option, um irgendwie den Eightbound einen Viererretter zu geben, um die haltbarer zu machen. Weil die Terminatoren, das Terminatoren was günstiger könnten, ne? wären richtig cool gewesen, weil die wird man gar nicht sehen, die wird man, also die hat man nicht gesehen, die wird man weiterhin nicht sehen, die sind einfach zu teuer. Kornberserker finde ich auch zu teuer mit 100 Punkten. Da hätte ich gerne die 90 gesehen. Das wäre cool gewesen. Also da 2 Punkte weniger pro Kornberserker hätte die in so einen Spot gebracht, wo man auch mal hätte überlegen können, mal 20 zu spielen. Ja. Aber jetzt ist es irgendwie so, jetzt kann man sowieso nicht mehr 15 Kornberserker spielen, weil man die 8-Bond braucht. Deswegen allgemein. Trocknen wir deine Tränen aber kurz. Ja. Weil es gibt auch noch Freudentränen vom Conny. Ja. In erster Linie vom Conny. Von allen drei Drukhari-Spielern in Deutschland. Genau. Die machen jetzt so ein Videocall. Pass auf, demnächst sind das wieder viel, viel mehr. Ja, da packen die alle. Wann war der Venom-Spam hier? 5. Edition oder was? Ja, ständig. Kam eigentlich immer wieder, ja. Wann ist der geboren worden? Ich glaube in der 5. ne? Oder in der 6. Denn, wo ist es denn jetzt? Detachment. Ja. Da schauen wir mal rein. Ich glaube, du musst wieder Zeit überbrücken, weil ich schon wieder hier die... Der Ruben müsste schon wieder hier Sachen machen. ja, also ich fasse kurz nochmal zusammen. Punktänderung. Richtig gut. Also unterm Strich würde ich da eine glatte 2 für geben in Schulnoten. Ja. Es könnte noch ein bisschen besser sein. Gerade auch das, was wir jetzt zuletzt hatten, World Eaters Tyranniden, bin ich nicht so ganz mit einverstanden, ob das so nötig war. Aber grundsätzlich hier mehr interne Balance reinzubringen als Fokus, aber gleichzeitig auch so ein bisschen die Standardlisten so ein bisschen runterzuziehen, an der einen Stelle und an anderer Stelle ein bisschen zu buffen, haben die, finde ich, richtig gut hingekriegt. Für mich wirkt jetzt nichts dabei, was total drüber oder total drunter wäre, vor allem wenn wir jetzt noch über Drukhari regeltechnisch reden. Also ist auch zum Beispiel, wenn wir jetzt über Voltita sprechen, ich bin da natürlich jetzt auch ein bisschen persönlich betroffen. Das merkt man gar nicht. Aber es ist jetzt nicht so, dass die halt komplett aus dem Leben genervt wurden. So, genau. Das hätte schlimmer sein können. Lustigerweise schlimmer werden können zum Beispiel auch. Ich sehe gerade keine Armee, wo ich sagen würde, boah, die hat ja überhaupt kein Play gerade dann. Ja. Also das wirkt auf mich bei allen so sehr, sehr zusammengequetscht und es kommt jetzt wirklich aufs Spielerische an. Ich finde, in vielen Armeen sieht man auch einen sehr schönen Trend, wie GW das managt. Dass sie nicht mehr sagen, wir machen Flat-Out, alle Autopicks machen wir teurer, alles andere bleibt erstmal so und dann gucken wir nächstes Mal nochmal, sondern dass die auch so provisorisch so ein bisschen vorgehen und sagen, so, ich guck mal, mach das mal günstiger so, dass man da vielleicht das bietet euch mal eine Alternative zu der super No-Brainer-Einheit. Nur, Necrons. Das ist der einzige Outlier dabei. Ja. Alles andere richtig toll, aber Necrons werden uns jetzt begleiten. Da müssen wir uns mal irgendwie in die Denkstube setzen, weil wir nehmen ja Abstand davon, Necrons selber zu spielen. Auch nach deiner letzten Necron-Erfahrung. Und da müssen wir mal ein paar Konter schreiben, so, weil ich glaube, dass wirklich gerade jetzt Kassel und Karlsruhe, die nächsten beiden Majors, die Erkelenz anstehen. Erkelenz auch noch. Da könnte eine sehr große Necron-Flut passieren. Also so, mit den Regeln, mit den Punkten sehe ich nicht, warum irgendjemand, der was gewinnen will, nicht Necrons picken sollte. Ja. Also und ich glaube, man muss sich da auch Hypercrypt und Canoptic Cord sind ja grundsätzlich unterschiedlich. Ja. Das heißt, wenn du gegen Canoptic Cord vielleicht was gebaut kriegst, was im Nahkampf total alles wegballert, aber dann kommt Hypercrypt der Hypercrypt dann jede Runde vor dir wegspringt, bringt das halt auch nicht viel. Und wie wir gesehen haben, ich habe zwei natürliche Konter kennengelernt, nämlich Wotan und World Eater. Die sind beide schlechter geworden. Das finde ich nicht gut.
finde ich gar nicht gut. Egal, habe ich schon mal gesagt, das wiederholt sich. Reden wir über die beste Armee im Spiel von hinten. Das waren bisher nämlich die Drukhari. Die sind besser geworden. Und die haben, und das finde ich cool, weil ich mag generell den Ansatz von Balanced Starter Slate, weil GW sehr viele Sachen gemacht hat, vor denen die vorher so ein bisschen gescheut haben. Mhm. Sie haben Profilwerte geändert bei den Grey Knights, was ein First ist. Sie haben ein neues Detachment reingebracht für Drukhari, was ich auch bei Death Guard damals schon sehr cool fand, dass sie gesagt haben, wir ändern grundlegend, dann bringen wir eine neue Armee-Regel rein irgendwie, um einfach so einer Faction, die halt gerade total am Abkacken ist, hilft. Und ich glaube, dass tatsächlich, ich meine, wir sehen es, wir reden gleich nach dem Detachment-Tool nochmal ganz kurz darüber, aber das, wie du gerade schon gesagt hast, es gibt vielleicht gar kein Deed hier mehr. Danach, so. Ja. Es gibt vielleicht nur noch halt so A, B und so hohes C vielleicht irgendwie. Und Das schmeckt auch gut. Ja, hohes C und viel Vitamin C. Ja, genau. Ja. Dieses neue Drukhari-Detachment, der Sky Splinter Assault, hat die Detachment-Regel Reign of Cruelty. Das bedeutet, jedes Mal, wenn eine Drukhari-Einheit aus einem Transporter aussteigt, kriegen Range-Weapons Ignore Cover und Melee-Weapons Lance. Strong. Klingt erstmal, finde ich, nach gar nicht so viel. Meine Frage ist jetzt, ich sehe es ja gerade das erste Mal, ist das zusätzlich oder ist das instead of von etwas anderem? Ich kann ja mal gucken, also weil also was das ist die ja die Detachment Rule bisher ist, ne? Ja, aber das ist ja ein komplett neues Detachment mit eigenen Enhancements, eigenen Strategies. Achso, da kommt noch mehr. Ja, ja, genau. Ah, das ich dachte, das wäre jetzt nur die Detachment Rule. Nein, okay, nein, da das kommt ist noch wirklich erzählt. Quasi es wie, ist ein eigenes wie ein Codex Detachment ist es. Got you. Okay. Und das finde ich, deswegen finde ich das so toll. Ja. Weil man wirklich da ist auch noch mal versucht. Power from Pain weg oder was ist die bisherige Detachment Rule? Nee, Power from Pain ist ja die Armee-Regel. Okay. Und die bisherige Detachment Regel ist dass du einen Pain-Token extra kriegst, wenn du einen Archon, eine Succubus, einen Also du kriegst jetzt Regeln statt Schmerz. Ja. Das ist doch eine richtig gute Veränderung. Okay, was für Regeln kriegt man? Wir haben es gerade schon gehört, Ignore Cover für Schussattacken und Lance für Nahkampfattacken. Das ist natürlich cool, weil diese kleinen, schwachen Elfenärmchen, die hatten natürlich Probleme, im Nahkampf was zu verwunden, kriegen jetzt mit Lance. Ich meine, es macht einen unfassbar großen Unterschied, Sachen auf 5 und auf einmal zu verwunden, so mit diesen ganzen Stärke 3 Attacken. Ja. Das ist schon auf jeden Fall ein großes Ding. Und Ignore's Cover haben wir auch schon gesagt eben. Ja, ist einfach stark. Ist einfach eine gute Regel aktuell, wo alles irgendwie Cover kriegt. Dann haben wir vier Enhancements. Phantasmal Smog ist das erste. Da kriegt die Einheit des Trägers innerhalb von 6 Zoll Cover und Stealth von einem Transporter. Klingt cool. Muss man mal gucken. Ich bin jetzt nicht so der Drukhari Sehen wir gleich noch, was die kosten, die Das ist schon im Monitorum 4. Also das ist für mich so ein 10-Punkte-Upgrade. Ja. Wo du so, ich habe 1990 Punkte gerade, 10 Punkte, komm, nehme ich mit. Weil an sich, ich meine, wenn eine Drukhari da draußen steht, meistens ist sie halt auch tot. Ja, genau. Und das hilft nicht viel, aber das, wie gesagt, ist so ein netter Filler. Das könnte mal so den kleinen Unterschied machen, dass mal was auf dem Objective irgendwie stehen bleibt oder so. Dann haben wir Sadistic Fulcrum. Jedes Mal, wenn du der Träger einen Pain-Token in der Shooting Phase kriegt, kannst du einen Transporter innerhalb von 3 Zoll wählen, der dann auch empowered wird. Da muss man aufpassen. Wir haben eben schon den Tantalus genannt. Also Expand nicht kriegen. Also dass sowas nicht ganz schnell zu stark wird. Da muss man auf die Keywords achten. Aber es klingt erstmal so, ich habe halt eine bessere Pain-Token-Ökonomie quasi, indem ich für den Transporter vielleicht keinen dann extra ausgeben muss. Ja. Ja. Ich glaube, wird sich zeigen. Nicht game-changing, aber verbessert ein bisschen die Pain-Token-Ökonomie. Dann haben wir den Spiteful Raider. Jedes Mal, wenn die Einheit des Trägers eine Gegnereinheit in der Fight-Phase zerstört und die Gegnereinheit in Range von einem Objective ist, gibt es einen extra Pain-Token. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch so nimmt man mit, wenn man die Punkte hat. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wieder so die Economy ist. Vor allem in diesem Detachment hast du ja insgesamt etwas weniger Pain-Token als in dem anderen dann, was wir eben gelernt haben. Das heißt, es könnte gut helfen, um dann das so ein bisschen zu mitigieren, dass du nicht nur die Lands und Ignore-Cover-Vorteile mitnimmst, sondern gleichzeitig auch irgendwie noch ein paar Pain-Tokens generierst. Und dann haben wir den Nightmare-Shroud.
Den finde ich ganz cool, denn damit schaltest du Overwatch aus, wenn du aus dem Transporter aussteigst. Stunning. Und das ist natürlich, gerade wenn wir, ich glaube, Thousand Suns sind auch so ein Contender, dass die jetzt richtig stark werden. Und wenn da so ein Infernal Master rumsteht, der knuspert dir halt auch mal schnell irgendwie den Auf jeden Fall. Also sehr an. Selbst der nun absurd günstige Inferno Squad bei Space Marines kann ja mit seinen Flamern den Elfen durchaus gefährlich werden im Overwatch. Ja. Eine Unit zu haben, die das nicht betrifft, ist absolut Gold wert. Ja. Super Enhancement. Wenn das nicht 40 Punkte kostet, ist das für mich ein Auto-Tank. Ja. Weil das ist game-changing. Mhm. Dann haben wir Stratagems. Das erste, Vicious Blades, ist in der Fight-Phase. Nachdem ein Drukhari-Transporter zugeschlagen hat, macht er quasi so ein extra Grenade. Also macht er nochmal auf die 5 plus eine Mortal Wound. Und plus 1, wenn Rex im Transporter drin sind. Mhm. Finde ich ganz cool. Weil, das ist ja witzig. Du kannst also Tank Shock plus das machen. Ja. Wow. Und haben die Drukhari-Transporter nicht auch diese Grenade Launcher? Haben die nicht auch noch Grenade vielleicht? Wie viele Modelle passen denn in so einen Tantalus? In einen Tantalus? Okay, warte. Weil das liest sich gerade so, als kann er damit mal eben so 6 Mortal Wounds raushauen. Weil es ist glücklicherweise, auch da hat GW gelernt, to a maximum of 6. Also es ist gecapped, aber trotzdem ist das pro Modell, was embarked ist. Ne? 16 passen da rein. 16, guck mal. Dann kannst du damit relativ safe mit Tantalus deine 6 Mortals machen. Ja. Und der Tantalus, was hat der für Melee Weapons? Ich glaube, der hat doch da auch was. Genau, ja, Stärke 8. Das heißt, der kann auch ganz schnell mal 10 Würfel werfen für einen Tankshock. Aber das ist schon richtig gut. Ne? Wenn der reincharge, kann der mal richtig geile Mortals reinhauen. Der kann ja, der macht ja, also mit den Attacken noch dazu, kann der ja so einen Armiger wegmachen damit. Ja, dann würfelt der ja nur 8 Würfel, weil Toughness höher ist als die Stärke. Aber alles unter Stärke 8, Toughness 8. Also Gravis Armor zum Beispiel, das schön in der Charge Phase dann wegzunehmen, das ist doch, oder in dem Fall dann Fight Phase von den Vicious Blades, aber das so nebenher mit aufzuwischen für 2 CP, das ist doch richtig geil. Also, das ist ein cooles Stratagem. Ich glaube, es ist halt so, es ist halt kein overpowered Stratagem, weil mit Tankshock zusammen kostet es dann ja auch 2 CP. Mhm. Wenn du dann noch eine Granate dazu werfen willst, ist du brauchst einen Tantalus, damit es richtig und gut ist. Ja. Eine Venom macht das natürlich dann nicht. Aber ich finde es trotzdem mit Rex in der Venom oder so, cool. Dann machst du trotzdem 3 Mortals so. Mhm. Es ist halt ein sehr schöner Damage-Fix, wenn man so gerade für ein Secondary irgendwie was weghaben muss. So, ich meine, ich erinnere an meine Niederlage in Münster gegen den Tepe bei Wild Eaters. Da war das Grenade Stratagem quasi der Game-Winner. So, ne? Also sowas kann halt schon dann am Ende in der letzten Runde nochmal die 4 Punkte Bring It Down oder so reinholen. Und dann hat man halt, hat man das gemacht. Gehen wir weiter zum nächsten Stratagem, Wraith-like Retreat. Das ist auch sehr gut. Ich bin gespannt, ich lese es das erste Mal. End of the Fight Phase, eine Drukhari Infantry Unit, die gekämpft hat diese Runde. Sie kann einen Normal- oder einen Fallback-Move machen. Solange sie keine Witch-Unit ist, muss sie diesen Move wholly within 3 inches horizontally and 5 inches vertically eines Transporters beenden und muss... Also Witches können das nicht. Genau, also jede andere Unit muss damit in einen Transporter einsteigen. Ja. Und Witches dürfen sich einfach frei bewegen. Okay. Also alles außer Witches müssen einsteigen. Ja. Aber mit einem Normal Move. Oder Fallback Move. Oder Fallback Move. Ja. Das ist richtig geil. Das ist ja quasi wie Harlequins das auch gemacht haben in der 9. Edition. Das ist schon richtig krass. Also irgendwas schlagen. Alleine lassen wir mal das Witches-Ding außen vor, ne? Interessant ist, es ist End of the Fight Phase. Das heißt, du kannst nicht zuschlagen, einsteigen. Oh, stimmt. Der Gegner kann zurückschlagen. Ja. Das macht es ein bisschen schwächer. Finde ich super gut, weil es richtig geil sein kann, auch wenn du irgendwas komplett wipest. Ja. Und dann wieder einsteigen. Aber du musst halt dann nicht deine Melee-Einheit exposen, sondern du kannst halt ein bisschen besser traden. Gerade in Verbindung damit, dass du ja die Boni kriegst fürs Aussteigen, ist das halt richtig nice. Deine Typen steigen aus dem Tantalus aus, der auch noch mit reingeschlagen hat, der auch noch mit Mortal Wounds gemacht hat. Und jetzt steht alles von dir verteilt auf dem Marker. Und dann sagst du einfach 1 CP, zack, ich steig wieder in den Tantalus ein. Hältst den Marker trotzdem mit dem Transporter so. Es ist wirklich ein sehr gutes Strategem. Dann haben wir Pounce on the Prey. Oh, In der Bewegungsphase, wenn eine Drukhari-Infanterie-Einheit aus dem Transporter ausgestiegen ist und einen Normal Move gemacht hat, kriegt die, darf die chargen. Also das Normal Move machen mit dem Transporter und darfst trotzdem noch aussteigen und chargen. Genau. Das ist super mächtig. Hast quasi eine 1 CP Assault Ramp. Ja, genau. Ist wie ein Land Raider,
Das ist richtig, richtig gut. Gerade in Kombination mit dem Retreat Stratagem, dass du halt einfach sicher gehen musst, dass du musst nicht das extra Movement für den Disembark und so weiter nehmen und eventuell das Advance und Charge, sondern du richtig kannst einfach stark mit dem Transporter reinfliegen, reinchargen und wieder einsteigen. Ja. Also ich glaube, das wird sehr CP-hungrig, so wie sich das liest. Ja. Kann damit aber richtig coole Sachen anfangen, ne? Richtig geil. Das ist so das Potenzial für geile Plays da. Ja, genau, gefällt mir. Ist so, fühlt sich gerade sehr nach Harlequins an. Ja, jetzt brauche ich noch. Glücklicherweise habe ich beim Dortmunder Teamturnier schon die ersten 10 Kabalkrieger in der Tomula quasi gewonnen. Und da kommt auch direkt das Stratagem für die. Ah, denn wenn eine Einheit aus dem Transporter ausgestiegen hat mit Skyborn Annihilation, für 1 CP gibst du der Unit Sustained Hits 1 mit Ranged Weapons. Oder wenn es Cabalites sind, Sustained Hits 2. Boah, das ist stark. Das ist auch geil, ne? Ja, ja. Das ist richtig stark. Das ist ein Battle-Tactic-Strategy. Die anderen drei waren es bisher noch nicht. Ja. Weißt du, ob man da irgendwie sowas gratis machen kann mit Boah, das ist, ich könnte das mal sowas? Ganz kurz mal recherchieren. Das wäre natürlich ziemlich stark, wenn man das mit 2 Units direkt machen kann. Und man muss mal vor allem gucken, welche Units haben alle Cabalite Warriors als Keyword. Denn, das habe ich eben schon mal kurz gedacht, diese Elder-Korsaren, da muss man auch noch mal reinschauen, ob man die da vielleicht irgendwie noch mal geil mit unterbringen kann. Okay. Ob die noch irgendwelche coolen Keywords haben, ob die in die Transporter rein können und sowas. Ah, das eröffnet gerade ganz neue Möglichkeiten. Also der Arschen macht keine 0 CP, der hat weckt. Okay. Aber die Cabalite Warriors ist nur Cabalite Warriors. Okay. Das ist auch das einzige Battle-Tactics-Strategem, so viel sei schon mal gesagt. Als nächstes kommt Swooping Mockery. Und da haben wir wieder reaktives Movement. Ah, endlich. Wenn du innerhalb von 9 Zoll um einen Transporter, also wenn dein Gegner innerhalb von 9 Zoll um einen Transporter steppt, darf der Transporter 6 Zoll wegfliegen. Mhm. Jetzt stell mal vor, du hast mal eben so 4 CP in der Tasche. Ja. Kannst du aussteigen, kannst drauf ballern, wegfliegen, kannst drauf chargen, kannst wieder einsteigen. Dann kommt der Gegner, will dich chargen, du springst 6 Zoll flat weg. Ja. Aber das Gute ist, im Gegensatz zu Phantasm, ist das reaktiv, wenn du in 9 Zoll steppst. Das heißt, du hast quasi als Gegenspieler davon, hast du die Entscheidung, gehe ich in 9 Zoll oder nicht und kann das dementsprechend triggern oder nicht. Finde ich gut. Also, das ist einfach es ist eine gute Möglichkeit, das zu haben. Es ist aber nicht komplett broken, weil du halt auch drumherum spielen kannst. Du weißt, was auf dich zukommt. Es wird nur ein Transporter halt quasi. Du kannst es ein bisschen steuern, so, ne? Du kannst dann ein bisschen auch die Option geben, da einfach in mehrere reinzulaufen und so und einfach gucken, was passiert. Also diese Stratagems sind extrem mächtig, wie wir auch an Necrons zum Beispiel sehen. Ja. Nicht falsch verstehen. Aber sie sind nicht wie Phantasm und das ist sehr, sehr schön. Ich glaube, aus Phantasm haben die auch gelernt. Ich glaube, sowas wird nicht mehr geschrieben. Ich hoffe es. Dann haben wir noch das Night Shield. Einfach ein 4er Invul für ein Vehicle in der Gegnerschussphase. Mhm. Auch einfach nice. Also einfach mal 4er Invul ist immer geil, irgendwie mal anzuschmeißen. Ja, jetzt auch Iron Shields. Ich würde fast schon sagen, das ist vielleicht sogar fast das schlechteste Stratagem und es ist immer noch gut. Guck mal, der Kreis schließt sich. Imperial Knights sind jetzt Elder, aber Dark Elder sind jetzt Imperial Knights. Geil. Das ist doch cool. Ja, 4er Retter können die doch dann gut gebrauchen. Also, ich kenne nicht die alten Stratagems quasi aus dem anderen Detachment. Ich habe nie gegen Drukhari wirklich gespielt. Ja. Ich kann jetzt ganz schwierig einschätzen, wie viel besser das im Gegensatz zu vorher ist. Ich kenne die Profile auch gar nicht. Genau, also dafür bin ich absolut nicht der Experte. Aber für mich liest sich das alles super, super spannend, weil das halt so viel Trickery ist. Weil du mit CP richtig cool was anfangen kannst. Und dabei aber auch mit Ignore Cover und plus 1 to Wound durch Lance halt auch deine Power gleichzeitig noch so ein bisschen mit erhöhst. Ich finde, das liest sich sehr schön. Also ich finde, was mir sehr gut gefällt an dem Detachment ist, dass gerade jetzt in der Zeit, wo wir nur noch 6 Stratagems zur Verfügung haben, neben den Core Stratagems, es wirklich viel Synergy gibt und du wirklich so ein bisschen Möglichkeiten hast, irgendwie so zu tricksen. Du kannst irgendwie einen coolen Plan machen. Ja. Das gefällt mir sehr gut, weil ich das, und ich bin sehr gespannt, in welche Richtung das geht, weil das ist ja jetzt wahrscheinlich eines der neuesten Detachments, die wir sehen. Mhm. Und wenn in Zukunft die Detachments so geschrieben sind, dass die einfach ihren Use Case haben und schön stimmig geschrieben sind, das gefällt mir sehr gut. Also wenn das so der Trend ist, in den wir gehen, so bin ich sehr gespannt, was da in Zukunft so in den Büchern so kommt. Ja, cool. Gefällt mir auch sehr, sehr gut. Ja, ich glaube, wir können noch mal ganz kurz reingucken, ob sich im Rules Commentary irgendwas geändert hat.
Und dann sind wir auch schon durch. Also schon nach. Wir reden schon 2 Stunden. Was? Ja. Oh Gott. Das habe ich nicht bemerkt. Ich dachte, wir reden hier vielleicht 1 Stunde. Ah ja. Jetzt muss ich hier wieder. Ich komme nicht klar. Du musst dir klar machen. Ich übernehme wieder das Reden in der Zeit. Also, Drukhari erscheinen mir brauchbar. Und das ist schön. Jetzt macht der Ruben hier irgendwelche Bilder auf. Also, ja, was soll ich sagen? Ich kannte das ja jetzt noch nicht. Mein erster Eindruck. Das stimmt, ja. Mein erster Eindruck liest sich sehr vernünftig. Macht so Lust auf mehr. Also, das würde ich gern mal in Action sehen, wie sich das dann am Ende ausspielt. Das ist so super geile Trickery, aber Drukhari sind ja nach wie vor aus Papier gebaut. Und deswegen könnte es auch gut sein, dass das total toll ist alles und super gut funktioniert und dann kommt dieser eine Stat-Check, der dich halt einfach in Runde 1 Das ist wie bei Indiana Jones, mit der Szene, wo der Typ so diesen Trick mit dem Schwert macht und dann wird er einfach erschossen. Ja, genau. So wird das, genau das könnte genau passieren halt. Ja. Ich glaube, hier wird ja auch wahrscheinlich das Plus Verwendung finden. Ich glaube, da war kein Plus oben. Aber es ist trotzdem rot, ne? Entries mark, nee, okay. With Core Rules Errata 1.0. Es gibt aber Sachen, die wir ignorieren sollen, wenn wir ein Spiel mit Data Slate spielen. Okay. Should be discreet if playing a game using the balanced Data Slate. Okay. Da habe ich jetzt auch, da habe ich noch gar nicht reingeguckt. Nee, da blicken wir gerade nicht so ganz durch, was da jetzt neu ist und was nicht. Lass uns mal ganz kurz drüber fliegen. Wir können ja mal gucken, vielleicht haben sie ja hier auch irgendwo ein Plus drin. Mhm. Jetzt lädt ihr das gerade nicht so geil auf dem. Wir haben nicht die beste WLAN-Verbindung hier zum Podcast-Set. Ich meine, hier Counts as having made a Nahruf, das ist ja nicht neu, das oder? Das sieht alles ziemlich normal aus, ja. Also, GW hat es auf jeden Fall besser gemacht mit den Änderungen, die zu markieren, aber anscheinend auch nicht überall. Zumindest ist es für uns gerade noch nicht so. 100% Fight und Death ändert sich irgendwas. If more than one model from a unit is under the effect of a Fight on Death rule, each of those models fights at the same time. Note that at a time a model fights on death, it is destroyed, which may be important when determining whether that model's unit is below its starting. Das ist aber neu, ich glaube. Ja, das liest sich neu. Das war, also ich glaube, das war vorher noch nicht, dass das Timing ist, dass die alle gleichzeitig kämpfen, weil das ist zum Beispiel, das klärt zum Beispiel auch die Frage, kriegst du noch einen Leader-Buff bei Fight on Death und so, wenn der Leader mit stirbt. Da war zum Beispiel die Frage, wenn jetzt Khan stirbt und auch Fight on Death macht, zählt er dann noch für. Vor allem ist ja was so, dass du ihn nicht bekommen hast, glaube ich, ne? Da bin ich mir auch nicht sicher. Ich würde ganz ehrlich sagen. Das lesen wir nochmal in Ruhe durch. Das lesen wir nochmal in Ruhe und. Da könnt ihr dann nächste Woche bei 2++ reinschalten. Denn da schauen wir dann uns nochmal an, was sich im Rules Commentary genau geändert hat. Jawohl, so machen wir das. Ja, abschließend, ich würde sagen, wir kommen nicht langsam zu Ende, sondern schnell zum Ende. Ja. 2 Sätze jeder noch zum Balanced Data Slate. Du darfst anfangen. Oh nein, aber ich sag erstmal. Eigentlich kann ich das wirklich in 2 Sätze zusammenfassen. Richtig guter Job, GW. Habt ihr ganz, ganz, ganz toll gemacht. Bitte macht was mit Necrons. Bitte das noch nachjustieren und dann haben wir richtig viel Spaß das nächste halbe Jahr. Ich finde auch, ich mag sehr den Trend in die Richtung, in die das Balanced Data Set geht. Ich finde, man merkt total, dass GW innerhalb der letzten 2 bis 3 Jahre sehr viel ändert und sehr viel sich zum Positiven gewandelt hat. Also, dass wir überhaupt vor einer Weile die ersten Balanced Data Slates gekriegt haben, war schon mal ein unfassbar geiler Step. Ja. Dass wir die Seasons hatten mit Nachmund, Arcs of Om, dass da ein bisschen Rotation reingebracht wurde, war ein geiler Step. Dass Punkte geändert werden zwischendurch und so, dass so quasi Sachen nicht so lange stehen. Und das wirklich, ich finde, für ein Tabletop-Spiel wird sehr schnell reagiert darauf, dass wir wirklich alle paar Monate halt so einen Update-Cycle haben. Das gefällt mir sehr gut. Und es gefällt mir sehr, sehr gut, in welchem Umfang das Balanced Data State damit umgeht. Weil wenn man das jetzt mit dem ersten vergleicht, da waren es dann so halt ein paar Tweaks, aber wir haben ja jetzt wirklich umfassende Änderungen. Ich meine, wir konnten
jetzt über 2 Stunden darüber reden, ja, und wir sind immer noch nicht fertig damit, darüber zu reden. Wir könnten und jetzt nochmal 2 Stunden. Inhaltlich war das auch gut. Ja. Also die Qualität, ja, die das Balanced Data Slate hat, ist deutlich besser als die vom, ja, letzten, wo Gene Stealer und Custodes komplett, ja, in Grund und Boden genervt wurden und Elder einfach, ja, fast unbeschadet, ja, da rausgegangen sind. Ne? Das war wirklich, finde ich, bisher, ja, kein gutes Showing in der 10. Edition. Das hier macht richtig Lust auf mehr. Ja. Das ist richtig cool. Und die Änderung mit dem Plus und so, das finde ich auch. Ja, ein, genau, bessere so Nachvollziehbarkeit. Mhm. Also das ist wirklich, wenn das so weitergeht, dann haben wir wirklich eine richtig gute Zukunft vor, ja, uns. Außer Necrons. Die sind halt quasi so ein bisschen der Dorn im Auge. Das ist vielleicht noch die Kritik, also ich hatte das vorhin schon mal kurz angesprochen, Offcam, dass GW, so schnell wie die jetzt reagieren, was total toll ist, sich unbedingt auch immer diese neuen Veröffentlichungen mit angucken muss. Ja. Das haben wir jetzt, das ist ein wiederholendes Muster, dass diese neuen Veröffentlichungen, mhm, immer nicht berücksichtigt wurden bei dem, ja, Balanced Data Slate. Wir hatten jetzt eine konstante Imbalance, immer durch die neuen Veröffentlichungen, die irgendwie, ja, ein Stück drüber waren, die müssen direkt damit einfließen und dann ist total geil. Dann haben wir das, ja, beste Spiel, was wir haben können, ja, und haben total Spaß gegenüber, dass, mhm, einfach nur das Beste abgelöst wird von dem anderen Besten. Ja, total. Ja, und vor allem auch jetzt erscheint es mir doch sehr ungleich verteilt wieder, die Power, wenn ich mir Necrons und die anderen so angucke. Ich bin sehr gespannt. Also ich würde sagen, wir reden bei 2 plus Feel the Pain dann auch in nächster Zeit mal so ein bisschen über die Entwicklung. Ich bin total gespannt, wie die Listen so werden. Ja. Mhm. Was sind die neuen Top Dogs? Was wird, ja, sich so rauskristallisieren? Das wird sehr spannend. Ich habe, mhm, total, also das Balanced Data Slate kommt gerade zu einer guten Zeit, weil es fühlt sich wieder sehr erfrischend an, ja, gerade. Finde ich auch. Und jetzt kommen wir aber wirklich zum Besten. Und zwar erstmal zu unserem Sponsor Games Island. Vielen, vielen Dank. Die sponsern jetzt seit über einem Jahr den kompletten Kanal, geben uns die Möglichkeit, dass wir überhaupt so viel Content machen können. Mhm. Schaut da gerne mal in der Videobeschreibung vorbei, da findet ihr einen Affiliate-Link zum Shop. Da könnt ihr euch jetzt sofort eindecken mit Rukari. Und Castellans. Und Castellans. Und wenn ihr Materialien braucht, um die anzumalen, dann schaut mal bei PK Pro vorbei, da ist auch ein Affiliate-Link, mhm, in der Beschreibung. Da findet ihr alles an Farben, Bastelkram, Base-Gestaltung, was ihr euch wünschen könnt. Airbrush. Airbrush, mhm, auch. Und wenn ihr dann wissen wollt, wie ihr die Sachen anmalt, dann schaut mal auf Patreon vorbei, denn da gibt es mittlerweile einen Haufen Tutorials. Also ich glaube, da gibt es mittlerweile, ich will jetzt nicht lügen, aber es sind auf jeden Fall über 70 PDFs, glaube ich, und über 70 Videos oder so. Also da ist mittlerweile eine richtig geile Bibliothek am Start. Und das wird natürlich möglich gemacht von allen unseren Patrons. Deswegen vielen, vielen Dank. Und ganz besonders an unsere Paintomancer und Paintowarlocks. Ich gebe dir nach der Hälfte das Handy rüber. Ich darf dir auch mal vorlesen. Ja. Oh mein Gott. Und jetzt zwar bin ich aufgeregt. Agentum, Daniel, Fenrir, Frederik, Goblinlord, Jan, Pingo, Tobi, Kurugawa, Sebbe, Rayback, Alexander, Astaroth, Dennis, Dominik, Frank, Peter. Freckel, Guano Master, Hopfi, Yasi, Cornflake, Lord Sicilius, Lysiander, Manu, Markus Bach, Matthias Borczykowski, Borczykowski. Ich bin da nicht gut drin, das auszusprechen. Michael R., Mikael Keitatz, Mitch Nagaschur, Nörgel 137, Pankalla, Rillenfurz der Große, Robi Wedekind, Roman Baumgärtner, Sijin Tuhota. Das war's. Das war's. Ja. Danke an euch. Vielen Dank. Wir gehen jetzt Listen bauen. Tschüss. Ja, tschüss. Gute Nacht.